So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digitech Podcast. Mit mir, Philipp Brüg, mit dem Simon Balisat und heute haben wir auch zwei Gäste. Und zwar zu meiner Linken Tabea Iseli und zu meiner Rechten Alice Rupert. Beides Zürcher Game-Entwicklerinnen, Designerinnen. Zumindest in Zürich ansässig. Definitiv, ja. Über das andere könnte man noch diskutieren. Okay, und zwar genau heute haben wir mal ein bisschen ein ernstes Thema als die letzten zwei Mal. Und zwar geht es um die Vorwurfswelle wegen Übergriff, Missbrauch und sexueller Belästigung, die aktuell in den letzten paar Wochen die Gamebranche überzogen hat. Ich habe das Gefühl, es kommt jeden Tag kommt wieder etwas Neues raus. Es ist auch nicht die erste Welle. Genau. Es ist eine wiederholte. Und vielleicht mache ich ins Thema reinfinden. Ich würde sagen, ich bringe mal einen kurzen Überblick, weil wenn man mal anfängt zu recherchieren, es ist wirklich ein Fass ohne Boden. Und wir wollen wirklich nachher einfach auch diskutieren, eben ist das, wie du es schön gesagt hast, ein Sturm im Wasserglas oder ist es ist wirklich ein echter Skandal? Und obwohl ich der Meinung bin, wir sind uns doch einig, aber ich wollte jetzt nicht vorgreifen. Ja, ich habe so ein bisschen Tele-Zürich-Wesig, Markus Gili habe ich dir geschrieben, oder? Ja. Nein, aber genau, du hast gesagt, es hat mit einem New York Times-Artikel angefangen, ich weiß es nicht mehr so genau, aber jedenfalls, ich mache es vielleicht in der Grösse noch, aber einer von den bei Twitch hat es recht geräbelt. Das habe ich einfach auch speziell gefunden, weil die immer sehr zurückhaltend sind, was Zensuren so anbelangt. Ausser eben vielleicht Frauen sind ein bisschen zu freizügig oder so, dort unternimmt man ja meistens nichts. Und jetzt sind doch mehrere Streamer gesperrt worden, weil eben mehrere Streamerinnen haben andere Streamer beschuldigt, wegen eben Begrapschen oder haben irgendwie sind so sexuell nötig oder haben sich einfach unflätig behandelt. Ich habe dann auch noch viele, das ist da gar nicht drin, aber auch von YouTuberinnen, es ist genau das Gleiche, wo du einfach dann irgendwie ein anderer kommt, ich glaube im Spiegelartikel habe ich den gelesen, wo es dann halt heisst, hey, mir ist Nest geht und so, dann kann ich dir ein bisschen mehr Reichweite verschaffen. Mhm. Bei Twitch ist dann auch der CEO genau von dieser Online Performance Group, also so ein Twitch-Streamer-Netzwerk, der ist zurückgetreten, ist auch selber beschuldigt worden, eine Frau zum Sex genötigt haben. Und um das auch noch kurz zu sagen, es ist bei all diesen Fällen hier, das sind jetzt erst einfach Vorwürfe. Oder? Es hat noch keinen Gerichtsfall gegeben, die sind noch nicht irgendwie verurteilt worden. In dubio pro reo, ja. Im Zweifel für den Angeklagten oder genau. Die Menschen. Oder es sind alles einfach, es ist neu. Ja, genau, eben einfach, man muss es mit Vorbehalt geniessen, natürlich die Vorwürfe. Geniessen ist mir auch das richtige Wort, ja, sorry. Oh, ja, okay. und genau, aber eben, bei Twitch steht, Kotaku hat darüber geschrieben, die haben etwa 50 Betroffene gefunden, also mit wirklich diversen können reden, die auch so ein Beispiel hatten. Das Gleiche in der Smash Bros., in der kompetitiven Fighting Games Community, dort haben es etwa 50 Spieler, die auch beschuldigt werden, unter anderem Pros, Kommentatoren, von Belästigungen bis zu Vergewaltigung oder eben genau dort auch mit Minderjährigen und so. Nintendo hat auch schon ein Statement abgegeben, was das Ganze verurteilt. Die meisten Betroffenen streiten das Ganze ab natürlich. Es hat auch gewisse gegeben, die sich aber entschuldigt haben. Es hat auch Teams gegeben, die sich jetzt schon zurückgezogen haben von den grossen Fighting-Game-Turnier, das Evo glaube ich. Ja. Man hat gesagt, sie nehmen dort nicht mehr teil. Der Chris Avellone ist eine bekannte Figur, die auch im Vordergrund gestanden ist von dieser ganzen Belästigungswelle. Der ist ein Game-Writer und zwar für, wenn du mal schaust, so ziemlich überall. Ja. Also eben so Fallout New Vegas, Dying Light, Kopf geht das anders, als ich. Ich habe ein Game auf Kickstarter unterstützt, weiss gar nicht, Kingsmaker, fucking wie so heisst. Und dort war der erste Kommentar, den ich unten gelesen habe, dass sie es gut finden, dass man sich noch nicht von dem getrennt hat. Weil, was ist, das sind ja nur Vorwürfe. Okay, ja, es sind auch nur Vorwürfe, aber dort sind es auch wegen Grabschen, Belästigungen und so. Der hat das auch abgestritten. Nachher Cards Against Humanity hat es gegeben, dass der Mitgründer, der Max Temkin, dass dort ja auch generell die Firmenkultur sehr toxisch, also rassistisch und sexistisch, überrascht auf eine Art, auch nicht extreme Arten anschaut. Ja, ich finde das ein lästiges Spiel eigentlich. Aber,
Das ist auch, es hat 2014 einen Vorwurf gegeben, mehrere Personen bestätigt, dass es den gegeben hat. Er streitet es ab. Ist aber jetzt auch zurückgetreten, hat aber einfach weiterhin einen Achtel der Aktien. So kann man es dann auch machen, oder? Ja. Noch Cash verdienen, aber nicht mehr in der Öffentlichkeit stehen, finde ich dann irgendwie auch wieder mies. Und dann bei Ubisoft hat es auch extrem viele Beispiele gegeben. Also eben, das eine ist so der Ashraf Ismail, das ist der Creative Director von den von mehreren Assassin's Creed Spielen. Ja, genau. Assassin's Creed, ja. Dort ist es nur um Affären gegangen, oder? Also, da hat jetzt nie. Genau, hat jetzt keine Vergewaltigt oder so. Der ist, glaube ich, einfach unehelich gewesen. Aber es zeigt halt auch wieder ein bisschen, dass man die Situation möglichst ausnutzt gegenüber Fans. Den finde ich, ja, genau, ja. Naja, das ist dann. Das ist, über das reden wir nachher sicher. Ich kann nur noch, zwei. Aber Ubisoft Toronto ist einfach das jüngste Beispiel, das ich gesehen habe, wo einfach wirklich. Wo 100 Mitarbeiter so ein Schreiben unterschrieben haben, wo sie eben sagen, man müsse etwas unternehmen, weil in dieser Firma die wirklich schwerwiegende Probleme haben. Mit dem der Mitgründer, dort, Maxime Bellon, der hat einen gewürgt, andere belästigt, ist jetzt freigestellt worden, Untersuchung ist eingeleitet, er streitet es natürlich auch ab, oder wie gesagt. Ich glaube, er hat sich nicht geäussert. So ich habe einen Kotaku-Artikel, wo die ganze Fall zusammengefasst hat. Ich meinte, er hat nichts dazu gesagt, oder? Ah, nein, du stimmt, da steht es. Ja, du hast recht. Selber hat er nichts dazu gesagt. Ja. Genau. Aber eben, die haben offenbar auch in dieser Bude ein Rechtsproblem. Auch die Leute haben sich auch gar nicht wollen melden, weil im HR hat seine Frau gearbeitet. Ja, genau. Und dann erwartest du auch nicht, dass es viel bringt. Und dann, ja, vielleicht noch das Letzte, einfach, wo, es geht halt auch ins Ähnliche. Bei The Last of Us sind ja nicht alle so zufrieden gewesen mit dem Game. Und jetzt hagelt es einfach Kritik, unter anderem für den Creative Director. Das kannst du ja noch auf eine Art nachempfinden. Aber auch vor allem für die Laura Bailey, die die Voice Actress ist von der Abby. Und das ist einfach eine Person, die offenbar viele nicht gut gefunden hat. Und dort ist wirklich von Todesdrohungen zu Vergewaltigungsandrohungen einfach also ganz übel, oder? Und Naughty Dog selber ist aber auch nicht ein unbeschriebenes Blatt. Die haben 2017 dort auch mal eine Beschuldigung gegeben von einem Typ, der gesagt hat, dass er einen sexuellen Übergriff gibt. Und Naughty Dog hat einfach am Wochenende noch irgendeine Meldung rausgegeben, sie haben keine Akte, dass da eine Beschwerde eingereicht worden ist. Und damit hat sich sie erledigt gehabt. Ja, und dazu dann auch noch so das Thema von wegen, was Naughty Dog sonst so für ein Arbeitsplatz ist, dann wieder im Bereich Crunch und Working Conditions, oder? Und das ist dann. Genau, aber das sind eigentlich wirklich nur einige Beispiele von all denen, die es in der letzten Woche geht. Ich tue in den Show Notes noch einen Link drin von der Jessica Ritchie, heisst sie, glaube ich. Sie ist auch eine Streamerin und sie hat das Google Doc mit Beispielen, sie hat die einfach alle dokumentiert. Und das sind wirklich 200-300, die sie schon eingetragen hat, immer von wer beschuldigt worden ist, von wem, Statement, falls er eine Antwort gibt. Welche Zeitspanne besprechen wir jetzt da? Weil wie Alice hat gesagt, das ist nicht die erste. Nein. Also ich würde allgemein, wir müssen ja nicht auf konkrete Fälle eingehen, weil ich glaube, es ist ein. Das kann man diskutieren, aber ich glaube, es ist ein systemisches Problem, weil es eben schon so lange gibt. Mir ist es das erste Mal, habe ich das Gefühl, durch das Anita Sarkeesian dort das Ganze ein grösser geworden, aber auch mit dem MeToo-Movement, wo dann halt auch in der Gamebranche natürlich auch mitgetragen worden ist. Ja, ich denke, es ist ja wie, oder wir können nicht beurteilen, was in einem einzelnen Fall passiert ist, oder? Weil es halt ja oft wenig Zeugen gibt und Aussage gegen Aussage ist. Aber du kannst durchaus ein bisschen rein von der Masse her so ein bisschen, okay, auch wenn nicht jeder einzelne von denen stimmt, so jetzt mal ernsthaft, was ist wahrscheinlicher, dass Hunderte von Frauen plötzlich das Gefühl haben, weißt du, was wäre geil? Ja. Oder? Jetzt organisieren wir uns. Oder dass es halt wirklich ein Problem gibt. Und dass dann, selbst wenn einzelne von den Akkusationen dann vielleicht nicht hundertprozentig akkurat sind, oder eben, man muss ja nicht jemanden einzeln verurteilen, basierend auf einer Aussage, aber es ist halt. Ja, es geht auch nicht immer nur darum, ob es akkurat ist oder nicht. Also es geht ja meistens um zwischenmenschliche Beziehungen. Und da haben häufig verschiedene Leute verschiedene Ansichten davon, wie die Beziehung ist abgelaufen. Absolut. Also der ist dann, wie willst du von uns, wenn jetzt die eine Person es als schwer oder als schlimm hat wahrgenommen und die andere nicht, was willst du jetzt sagen? Genau, ja, also, oder? Willst du dann einfach sagen, ja, die eine hat es nicht als ein Problem wahrgenommen, darum ist es jetzt kein Problem. Genau, oder? Das ist dann auch noch, oder? Und darum finde ich, wie
macht wenig Sinn, um einfach jetzt über einzelne Fälle im Detail zu diskutieren, oder? Sondern wirklich einfach so, okay, es ist genug Volumen, dass es einfach offensichtlich ein Problem ist. Ja. Und, in der Game-Szene ist es dir besonders, aus welchem Grund? Weißt, das ist so meine Frage. Oder ich glaube, so beim... Ist es überhaupt besonders? Oder ich glaube, so in der Arbeitswelt, also ich meine, das hat sich natürlich schon auch wahnsinnig verändert. Nicht seit MeToo oder so, aber früher, ich sage jetzt mal, wo mein Vater wahrscheinlich Chef war, da hat man der Sekretärin noch Klaps ausfüllen gegeben. Das war ganz normal, oder? Und dann... Und trotzdem scheiße. Und ja, natürlich, ist es scheiße. Eben, ja, ist ja logisch, oder? Aber ich finde es ja, es ist unglaublich wichtig, dass man darüber redet und so. Und ist dann aber jede Szene, also ich glaube, Game-Szene ist wahrscheinlich schon in der, kann ich mir noch vorstellen, ein bisschen betroffen, aber ich weiß es nicht. Gibt einfach von mir aus gesehen Branchen, wo die Entwicklung, also grundsätzlich würde ich jetzt mal sagen, wahrscheinlich gibt es es überall. Mhm. Die Frage ist, in welchem Ausmaß. Eben gewisse Branchen haben wahrscheinlich irgendwann mal so gefunden, eben wie du das beschrieben hast, mit so ein bisschen, ja, Sekretärin und so, hat man einfach irgendwann gefunden, weiß auch nicht, in den 90er oder so, das finden wir jetzt nicht mehr so geil. Ja, geht auch nicht mehr und ja, so. Genau. Ja, genau. Und an anderen Orten habe ich das Gefühl, die Entwicklung ist irgendwie einfach ein bisschen bleiben stehen. Mhm. Und das hat wahrscheinlich auch zu tun mit, je nachdem, mit Branchen, die dann erst quasi im Aufbau waren, oder? Die dann erst am Wachsen waren. Also, geht. Also, sicher nicht nur. Also die Game-Branche gibt es ja schon seit vorher. Und wenn so es ist ja mal Atari oder eine von den... Ich kann auch bringen, ja. Genau, ist schon ein Thema gewesen. Und da hat man auch darüber geredet, wie es der zu und her ist gegangen. Und zwar schon in den 80er, oder? Ja, also, genau. Also aber damals hat man es, glaube ich, nicht diskutiert. Dass die so ein bisschen... dort ist die ganze Kiff... Ja, genau, chauvinistisch, hat Partys gemacht, hat Drogen konsumiert und aber ich glaube damals ist es vermutlich eben gar kein Thema gewesen. Ja, aber nie, oder? Ja. Aber irgendwie hat man dann bei der Game-Branche wahrscheinlich verfehlt, mal das Thema ein bisschen in Angriff zu nehmen und an anderen Orten ist es in Angriff genommen worden. Ich weiß es nicht. Also, aber ich denke auch nicht. Ich war noch nicht in der Game-Branche gewesen, sagen wir so. Und so von wegen zum Thema, ja, ist es quasi etwas Eigenes in der Game-Branche? Und das ist eben leider nicht, oder? Also man hat jetzt gerade in letzter Zeit, ich meine, von Filmen wissen wir es, oder? Ich meine, viel von MeToo-Zeugs hat dort angefangen, oder? Und eben, das geht halt vor allem von einfach Männer in Machtpositionen, die Macht ausnutzen, mit Versprechen von irgendwelchen professionellen Vorteilen gegenüber sexuellen Interaktionen, von dem bis zu wirklich halt über Belästigung, Vergewaltigungen etc. Und das hast du eben, das hast du an vielen Orten. Und jetzt gerade in letzter Zeit ist es definitiv auch noch diskutiert worden in Buchpublishing. In Comics, du hast noch Wrestling erwähnt. Ja, Synchronsprecher in Japan habe ich mal vor einem Jahr etwas gelesen. Ja, und eben, dann kann man wie so ein bisschen sagen, aha, ja, easy, dann ist ja nicht nur Gaming und das halt, ja, okay, aber wir können wenigstens wie so mal vor der eigenen Haustür fegen. Ja. Und die Tatsache, dass es in vielen Branchen passiert, heisst nicht, dass man es in der Game-Industrie nicht muss ansprechen, oder? Und ich denke schon, eben, es gibt ein gewisses. Jetzt gerade in letzter Zeit ist vor allem so ein bisschen eben das Nerd-Environment, wo langsam ein bisschen aufwacht in dem Bereich, was halt wirklich wo mit dem Scheiß einfach langsam nicht mehr durchkommt. Mhm. Ich denke nicht, dass die Fälle wirklich gestiegen sind in letzter Zeit. Ich denke wirklich, es ist eher, kommt das Licht. Gut, möglicherweise sind sie gestiegen, weil und man hört es überhaupt. Ich glaube, das ist der gleiche Grund. Es gibt einfach auch viel mehr Frauen. Früher hat es ja auch nur Männer gegeben, plus einfach die Sekretärin, oder? Und dann hat man möglichst einen heißen vermutlich eingestellt. Und jetzt gibt es einfach, zum Glück wird das Ganze viel diverser, oder? Es gibt mehr Frauen, es gibt mehr irgendwie Minderheiten, die Games entwickeln, die Games spielen. Und durch das, soll man sagen, gibt es natürlich potenziell auch mehr Opfer, oder? Ja, also, das ist traurigerweise halt, das ist schon der Fall. Also ich weiß, ich weiß nicht, wie es ist, aber ich nehme schon, dass es schon mehr Frauen in der Industrie, oder wie lange sind die? Ja, also definitiv, wir haben von der International Game Developers Association so Zensusumfragen und dort hast du zum Beispiel, was war es, ich glaube 2004 sind es noch 7% gsi, 2000
2009 14% und 2014 ja. dann 21%. Ja, und seither, im Moment schwanken wir immer so um die eben irgendwie 21-24%. Ja, ich meine das auch. Das ist ich meine das auch. Und ich glaube, in der Schweiz jetzt auch, haben wir jetzt die Daten? Ja, aber also, es hat mal irgendwie, ich glaube es offiziell nicht, man hat mal irgendwie quasi mündlich in einem Vortrag oder so die Zahlen angesprochen, aber das Dokument, wo effektiv die ganze Studie drin ist und quasi wie viele Leute sie befragt wurden, okay. einfach wo du alles kannst nachlesen, hat ich jetzt persönlich noch nie gesehen. Nein, also wir reden von einer Umfrage, die ja. In der Schweiz durchgeführt worden ist. Ja, vor 2 Jahren, gell? Ja, aber grundsätzlich sind wir mit den Frauen in der Schweizer Industrie in einem ähnlichen Bereich, ja, würde ich jetzt behaupten. Dort rum, ja. Also auch ja. eben bei den bei dem knappen Viertel, sagen wir so. Ja, in genau. der Schweiz gibt es aber fast keine so grosse Spielfirmen. Also weißt, bezüglich dem Problem, glauben die, das existiert in der Schweiz auch? Definitiv. Ja, also, ja. Es gibt halt, oder klar, wir haben keine AAA-Game-Firmen. Dementsprechend haben wir in der Schweiz niemanden, der 100 Mitarbeiter unter sich hat und die Position kann ausnutzen. Aber ich meine, es passieren definitiv auch in der Schweiz Sachen, die nicht passieren sollten. Und so das Problem, das man sieht mit eben, kommt das Zeug raus oder wird da etwas dagegen gemacht, das existiert in der Schweiz genau auch, wie überall auch, das halt dann Ausreden, wie eben man kennt ja die Leute und das machen doch das nicht und das ist doch nicht so und ich habe sie ja noch nie gesehen. Also ist, ich glaube, das, ja. Das gegenseitige Decken auch oder einfach abspielen. Ja, oder auch, eben meistens, wir haben es ja schon davon gehabt, dass Personen, die in einer Machtposition sind, und dann musst du zuerst mal schon recht viel Mut haben, um überhaupt irgendetwas zu sagen. Und nachher ist noch die Frage, ja, okay, was macht man denn? Also, es sind ja quasi eben Leute in Machtpositionen. Ich meine, wenn es irgendwie der Praktikant ist gewesen oder Praktikantin, dann fängst du auch so, okay, ja gut, du hast etwas Blödes gemacht, ciao. Ja. Und wenn es aber jemand in einer Machtposition ist, also wer macht etwas gegen die Person und was wären die Konsequenzen und so? Also kannst du ja nicht, ja. Das ist ja dann auch natürlich dein Brot und dein Leben und alles. Und dass ich, weißt du, es ist schon schwer, irgendwie, wenn du etwas Unrecht findest in der Firma, wo etwas Kleines ist, sagen wir, du hast wenig Lohn oder so, geh motzen beim Chef, oder? Und irgendwie so. Ja. Und dann die Hemmschwelle ist natürlich dann immer noch grösser, wenn es dann so, ja, wenn es aufs Ilie, also das heißt, um Belästigungen geht, oder? Und was bei uns in der Schweiz natürlich noch ist, es kennen alle, oder? Also genau. Mehr oder weniger, wir sind immer noch eine relativ kleine Industrie. Du kannst nicht in der Schweizer Game-Industrie neu mitgehen und neu mit anders anfangen und dann hast du einen anderen sozialen Umkreis. Oder? Also, ich glaube aber, das ist in grösseren Ländern mit grösseren Industrien überraschenderweise gar nicht einmal so krass anders. Ich glaube so. Also ich habe auch schon gehört, dass so Drohungen sind ausgesprochen worden, wie hey, wenn du irgendjemandem erzählst, dann mach... Also dann schaffst du nie mehr. Dann schaffst du nie mehr in der Branche. Oder? Ja. Also von dem her, das ist anders. Also ist die grössere Industrie in dem Sinne nicht... Ich glaube es eben auch. Es ist nicht so ein Unterschied, wie man je nachdem meinen würde. Und der mit dem... eben andere schlecht reden, das hat man ja auch gesehen, was da um halt Me Too in der Filmbranche gegangen ist. Das ist einfach so, ja, die ist schwierig zum Arbeiten, oder? Ja, die ist ein bisschen... Die ist aufmüpfig, so. Ja. So, nein. Holst du Referenzen ein und eben die ist schon klar, all die in der oberen Etage, die kennen sich und vor allem die Studio wechseln ja auch oft. Ich glaub, ja, und was noch dazu kommt, oder? Wenn jetzt, sagen wir, du hast Abusive Asshole Nummer 1 in Führungsposition von Firma A, dann muss der in Führungsposition von Firma B nicht einmal selber ein abusive Arschloch sein, sondern einfach, der kennt von dem halt nur die positive Seite. Und natürlich hört der dann, wenn der sagt, ja, das ist eine ganz schwierige, mit der haben wir es nicht gut gehabt. Also, klar. Ist wie, oder? Das, ja. Es ist auch logisch, dass der das nicht weiss. Er geht ja nicht immer sagen, du, ich kann der in dem Fall da schön irgendwie, weißt, Nein, und vor allem auch, also das ist auch etwas, was ich letztes Jahr, wo die letzte Welle von dem Scheiß in der Gaming-Industrie. Von der letzten, wahrscheinlich ist in der Zwischenzeit. Wahrscheinlich. Es ist ja auch ein paar Monate. Genau, letzten Sommer, wo es ähnlich viele Geschichten gegeben hat, ist auch so eine Meinung, die ich sehr umgehe, so quasi, ja, natürlich weisst du nicht von jemandem, ja, das ist ein Arschloch, das Frauen sexuell belästigt, weil erstens, er macht es bei dir nicht und das kann dir auch als Frau passieren. Es kann auch jemand zu dir als Frau
super sein und nur auf andere gehen, oder? Und es sind ja, oder wenn jemand auf den ersten Blick ein Creep wäre und zu allen Scheiße wäre, dann wäre er nicht in einer Machtposition, um das auszunutzen. Wie stellst du dir vor, dass ein Serial Harasser oder ein Vergewaltiger oder was, wie stellst du dir vor, dass so einer aussieht? Natürlich ist das jemand, der dich gut überzeugen kann, dass er nicht das böse ist. Oder? Und also die ersten 3 Monate voll easy oder so. Ja, und dann ja, nachher wird es irgendwie so übergriffig und so. Ja, das, aber das, ja, und auch klar ist der nicht. Niemand ist zu allen Personen in seinem Umfeld ein Creep, oder? Also es ist so. Na Logo. Also was es, vor allem was ich glaube, was es auch begünstigt, ich glaube, das haben die bei Ubisoft, Toronto. Auch gesagt haben, und das gehört mir auch bei der ganzen Crunch-Kultur immer, man kann eben froh sein, dass wir den Job haben. Oh, ja. Seit der Schweiz mag das noch ein bisschen anders sein. Nein. Ich habe schon Vorgesetzte mir gesagt, so, ja, alle Leute, die in der Game-Branche arbeiten können, sollten doch froh sein. Jesus und egal Christ. Wie viel das man muss arbeiten und wie wenig das man verdient. Yeah. Weil es gibt so viele Leute, die das nicht können und das die würden sofort den Job nehmen. Oh, also ist so krass, die beim Radio auch die ganze Zeit gehört, oder, als ich beim Radio geschafft habe. Das war dann nachher nicht, dass man mich mit 4'500 Franken irgendwie kann abspeisen kann und einfach keine Lohnerhöhung geben für 5 Jahre. Ist dann so, weißt du, es gibt so viele, die warten, die rennen mir da Türen. Yeah. Was habe ich denn noch für eine Motivation, um überhaupt gut zu sein? Also, das ist die schlechteste Ausrede für irgendetwas. Oder? Ich habe jetzt zum Glück noch nie gehört. Und, aber eben, es passiert auch. Aber Gamebranche gilt halt so als der Traum. Oder? Oh, du kannst jetzt du kannst bei Ubisoft arbeiten für die Assassin's Creed. Ja. Und dann ist einfach völlig schnell zu tief. Dabei machst du nur 2-3 Blumentöpfe und dann irgendwo runterfallen. Aber das nehme ich halt begünstigt sicher, weil das ist auch, dann bist du mal dort. Oder? Und dann, voll. Es ist auch eben... Es ist eine harte Industrie. Also ich glaube eben, gerade bei... Also ich meine, wir haben ja auch keine Erfahrung mit AAA-Game-Development, oder? Mhm. Aber ich denke wirklich, also... Es gibt halt... Ja, klar, es gibt viele Leute, die Einsteigerjobs wollen. Und klar hast du, wenn du so einen Job bekommst, bist du zu einem gewissen Grad glücklich. Oder hast Glück. Privilegiert. Oder? Zu einem gewissen Ausmaß. Und das wird halt dann... Ja, das wird halt dann ausgenutzt im Sinne von... Sowohl mit Crunch und furchtbaren Arbeitsbedingungen, als auch mit Gefälligkeiten halt und so. Ja, mit Sex, ja. Und dann ist natürlich, also ich kann mir schon vorstellen, mit Crunch und so, das ist natürlich, also weißt du, wenn alle irgendwie auf dem Zahnfleisch laufen, so, das ist jetzt überhaupt nicht zum irgendetwas rechtfertigen oder so, aber wenn jetzt wirklich alle am Zahnfleisch laufen und Chef und so wie als auch Angestellte und irgendwie, dann sind alle einfach, kann ich mir vorstellen, dass eben das nochmal begünstigen, oder? Ja. Und dann, also weißt du, Ich habe das Gefühl, es ist mehr so eine Einstellung, wo, also ich meine, ich kenne es jetzt von mir selber, oder du machst ein Startup auf. Und wenn du ein Startup auftust, dann kannst du einfach mal recht lang unterdürren, weil meistens hast du nicht gerade Geld wie Heu. Du musst zuerst mal alle anderen von dir überzeugen, dass das, was du machen musst, wirklich etwas Tolles ist und dass du das auch kannst und so weiter und so fort. Also du musst recht Gas geben. Das ist eine anstrengende Zeit mit viel Arbeit, wenig Geld und so weiter und so fort. Und ich kann mir mega gut vorstellen, dass es dann Leute gibt, die finden, hey, du arbeitest in meiner Firma, wo ich mit Schweiß und Blut und Tränen und alles zusammengebaut habe. Und du kannst jetzt auch ein bisschen blüten für das, weil ich habe ja auch müssen blüten für das. Also dass es so ein bisschen diese Einstellung auch noch ist. So im Sinne von, ich has Scheisse gehabt, dann ist es nicht so schlimm, dass du so eine Scheisse hast. Oder? Ja, und wenn das aber natürlich dann eben vor allem auf sexuelle Ausbeutung und so rausläuft, dann ist es ja, ich meine, es ist sowieso scheisse, wenn man so denkt. Ja, eben, es ist auch so. Aber wenn es dann auf sexuelle Ausbeutung, dann hat es nochmal eine andere Dimension. Oder? Das eine ist irgendwie, die Leute arbeiten lassen, jeden Tag 12 Stunden und so. Und dort, also ich würde es mal sagen, auch schon das ist ein mega Problem. Eben, das ist schon das Problem. Es sind zwei sagen wir, verschiedene Probleme, die aber viel Overlap haben. Oder? Also, ich denke auch, oder, dass furchtbare Arbeitsbedingungen in der Game-Industrie ist ein Riesenproblem. Vor allem in AAA und bei Indie hat oft quasi das einzelne Studio ein bisschen mehr Kontrolle darüber, aber auch dort gibt es halt, du musst nicht 100 Leute sein, um furchtbaren Crunch zu haben. Oder? Das gibt auch Leute mit 10, 15 Leuten unter sich, die einfach auch unglaubliche Ansprüche haben an ihr Team, oder? Und dann, ja, und dann aber ist so. Dort kannst du wenigstens auch, also
in einem kleinen Team, wenn alle sich einverstanden sind, so soll es nicht laufen, dann kann man es wenigstens anders machen, oder? Während einer grossen Firma kannst du das nicht bei den als Teamleiter Team entscheiden. Hast du dann halt einfach so ein bisschen das Problem, oder? Viele sind die entstanden aus einer Einzelperson oder aus einer kleinen Gruppe raus, die einfach mal eine gute Idee hatte und in dem Sinn eigentlich die haben gar keine Firma zwingend wollen. Vielleicht heisst es einfach, nehmen wir ein Beispiel Minecraft, oder? Nicht, weil ich jetzt finde, dort ist irgendwie etwas Schlimmes passiert oder so, aber einfach, weil, hey, ein Fall, den irgendwie alle kennen, der Notch, der hat, und seine Freunde haben einfach gefunden, das ist ein geiles Game. Und dann haben sie aus dem eine Firma aufgebaut. Und die Frage ist jetzt, ist es überhaupt eine Person, die eine gute Führungsperson ist? Wenn jemand einfach ein Programmier-Nerd oder einfach jemand mit viel Enthusiasmus ist. Du bist ja dann, hast die Firma nicht aufgebaut, wo du denkst, hey, ich glaube, ich werde in meinem Leben gerne Leute führen und mein Wissen weitergeben, und so, sondern du baust die Firma auf, weil, hey, ich will jetzt ein Game machen. Ja. Und das, auch das, die Führungsqualität und quasi Management-Skill und Kommunikation interpersönlich, dass das quasi unterschätzt wird, dass man das halt... Ja, du hast das so, nie gelernt, so, oder? Soft-Skills, oder? Mhm. Wo halt so zentral sind für das Teamleiten und für eine positive Arbeitsatmosphäre schaffen, dass das halt konstant unterschätzt wird und dass, wenn man selber nicht gut ist in dem, dass das einfach wie gar nicht als Manko gesehen wird, sondern man ist halt einfach in dieser Position, weil man zuerst dort war. Oder? Ja, und dass das nicht, dass man gar nicht realisiert, hey, ich bräuchte vielleicht jemanden. Und das ist ja auch nicht, wenn man nicht gut ist in dem, dann kann man das anders machen. Also das geht wie, man kann ja Leute einstellen, die einem helfen. Also das ist wie, da gibt es Optionen. Ja. Oder? Ja nicht so, du musst aber erkennen, dass es tatsächlich bringt. Oder? Richtig, oder? Und dass an dem scheitert es oft, oder? Dass die Leute dann davon ausgehen, oder dass das gar nicht hinterfragt wird, dass jemand in einer Führungsposition gar nicht darüber überlegt, bin ich eigentlich gut in einem Teamleader sein? Das ist... Genau, ich frage mich, was die Gründe dafür sind. Weißt, wir haben ja darüber geredet, dass es das nicht nur hier gibt, oder? Mhm. Aber es scheint einfach da so extrem auffällig. Und weißt, wenn du dann die Beispiele hörst, wie das auch eben oft abläuft, mit, dass man sich... Weißt, oft sind die ganzen, also im Game-Bereich, also ich kenne sie einfach aus der Medienseite, du wirst immer an Partys eingeladen, weil einfach so die ganzen, Events, wenn mal ein Game fertig ist oder wenn man etwas Neues vorstellt oder eben, wenn man es mit den Medien macht, offene Bar immer und so. Also generell auch an Konferenzen, ich meine, ich bin schon an genug Game-Dev-Events gewesen, wo eben dann gibt es eine Party und dann gibt es eine offene Bar oder irgendetwas in die Richtung. Also, und ich sage auch immer, das ist das Wichtigste, weil dort, dort passieren auch in Networking-Sachen und so. Yeah. Und du musst immer an jeder scheiß Hundsverlocherte sein und dich mit irgendjemandem abschießen, für das du dann Best Buddies bist und dein Netzwerk ausbaust. Also, das ist schon ein bisschen, wie man sagt, dass es Mut sollte sein, blablabla. Ich habe das Gefühl, meine guten Interaktionen an Konferenzen habe ich nicht am Abend und besoffen gehabt, sondern tagsüber. Und vielleicht mit einem Bier. Ja, genau. Aber schon eins. Ja, schon eins. Nein, kann ich. Ich finde nicht, also ich meine, es ist auch oft nicht so ein mega krass Trend, oder? Dann hast du den ganzen Tag Konferenz und dann gibt es irgendein Apero und dann redest du noch mit Leuten. Und dann, aber nein, was es geht, ist es gibt definitiv die Erwartung, dass man an diesen Partys auch mitmacht. Mhm. Das ist auch ein separates Thema, dass Leute, die nicht trinken, quasi einen Nachteil haben, oder? Was auch scheiße ist. Und eben, dass einfach, sobald Alkohol im Spiel ist, gewisse Leute gewisse Hemmungen verlieren, die es gescheiter nicht würden verlieren. Ich meine, das ist keine Entschuldigung. Es sollte auch niemand, sollten Leute auch besoffen anwissen, dass sie niemanden angrapschen müssen. Und ich denke auch, jemand, der das besoffen macht, ist auch nüchtern nicht einfach ein guter Mensch. Also, ich denke nicht, dass das entschuldigt. Ich habe jetzt auch schon viele Leute Sachen erlebt, die ich gefunden habe, das hätte ich jetzt nicht gedacht, was ich einfach am Morgen um 4 Uhr recht einen am Helm hatte. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass das jetzt schlechte Menschen. Also grundsätzlich sage ich eh nie von jemandem, das ist jetzt ein schlechter Mensch. Nein, aber es kommt immer darauf an, zu welchem Ausmaß, oder? Also ja, klar, eben, dass Alkohol Hemmungen abbaut, ist kein Geheimnis und da macht man vielleicht auch mal etwas Dummes. Aber es ist jetzt so ein bisschen... Wenn dann das etwas Dummes ist, jemand vergewaltigen, dann ist es ein bisschen... Das ist dann, ja, also... Nein, ja, wirklich. Ein bisschen mehr als etwas Dummes machen.
Aber ja. ich frage mich auch, wie viel hängt damit zusammen, dass das Ganze, das fängt auch schon unten an bei der Community. Weißt, eben das, wir haben es vor dem Podcast schon darüber geredet, dass du merkst, dass bei immer, wenn über die Themen geredet wird, man merkt es sogar auf der Digitech-Seite, wenn wir ja. über so Themen schreiben, dann kommt immer so, ich hoffe insgesamt immer die Vocal Minority, aber ich glaube, die Minority ist gross. Ja, die ist viel grösser, also weißt du, das hätte ich nicht, ja. Und dass es wirklich einfach von allen Seiten, eben, wie so jetzt bei der Lesenfass, dass die wirklich die Leute persönlich angreifen und zwar aufs Gröbste. Klar, ein Teil hängt damit zusammen, dass das Internet irgendwie all die Hemmungen abgebaut hat, dass man den Leuten die schlimmsten Sachen kann ins Gesicht sagen. Aber weißt, dann frage ich mich auch, ob das irgendwie der Entwickler, der dann vielleicht eh so denkt, auch noch so ein bisschen Rückhalt gibt, weil irgendwie du, deine Community, die ist ja, weißt, also man kann doch einfach ein bisschen sexistisch sein, weil wir Männer, es ist unsere es Community. Ja, es ist ganz okay, es ist unsere Community. Ja, wie, ich ja. ich weiß es nicht unbedingt. Es ist vor allem, je nachdem hängt das nicht unbedingt zusammen. Es gibt sicher Developer, also es gibt, ich glaube, es gibt durchaus Bereiche, wo das wie so ein bisschen... wo die Developer ihre Community verdient haben, sage ich jetzt mal. Und andere, wo es andersrum ist. Also ich denke zum Beispiel, dass Naughty Dog selber Probleme mit Crunch etc. hat grundsätzlich nichts damit zu tun, dass Leute einer Voice Actress auf Twitter Todesdrohungen schicken, oder? Ja, das ist klar, ja. Aber was ich 100% davon überzeugt bin, ist, dass... es fängt auf jeden Fall im Kleinen an. Und jede, der irgendeinen Gaming-Bereich oder irgendeinen Gaming-Themed-Bereich moderiert, muss gewappnet sein, mhm. dass Arschlöcher kommen. Und das muss einfach. Das kannst du doch nicht sein. Nein, und da musst du hart dagegen vorgehen, weil sonst hast du die Leute dann in der Majority. Also, ja. Und dann wird es so, als auch so das Gesamtbild verändert sich ja dann auch, oder? Das ja. ist ja dann ja, nie ja. irgendwie und, ernst genommen, auch in einer Auswahrnehmung von. Weißt du, ja die Gamer und die Incels und so, und dann wird es als Ganzes schon wieder nicht. Also, ja. ja, und auch je schlimmer du so einen Mikrokosmos von eben dem sexistischen, rassistischen Unterton hast in deiner Community, desto weniger kommen auch neue Leute dazu, die die Balance umkehren würden, oder? Ja. Also ich sehe das in den Communities, die ich selber moderiere. Ich sehe in meiner in der Main Quest Community, das ist meine Horse Game Webseite. Sehr lesenswert übrigens. Der MainQuest.com. Dort habe ich von Anfang an einfach sehr stark darauf geachtet, was ist für ein Ton, was ist für ein Umgang. Sehr stark moderiert. Ja, ich hab Moderatoren mittlerweile. Ja. Aber, und das ist eine Discord-Community von irgendwie 400 Leuten. Also, das ist jetzt nicht gigantisch, ja. aber es sind ein paar. Es sind doch ein paar. Und ich sehe den Unterschied zwischen dem, wo ich sehr stark quasi Einfluss nehme, und einem Gaming-Subreddit, wo ich angefangen habe, wo heißt Just Game Dev Things, was einfach so Game Dev Memes sind quasi, wo ich nicht so stark moderiere und so ein einfach selber wachsen lasse. Und ich weiß, dass der Wachstum vor allem ist von anderen Gaming- und Game Dev Subreddits, das heißt, es sind auch wahrscheinlich halt 90% Männer oder 95%. Und ich sehe dort in den Kommentaren, es ist nicht, ich meine, wenn ich etwas sehe, wo eindeutig daneben ist, dann lösche ich es auch, oder? Aber es ist wie so, der Ton, wenn gewisse Themen angesprochen werden, dann merkst du einen Unterschied, wenn du nicht von Anfang an klar durchgehst, was ist okay und was nicht. Ja. Vor allem jetzt wahrscheinlich so bei Memes und so, weißt du, die sowieso immer so ein sarkastischer Unterton haben und ja. sich vielleicht noch ein bisschen mehr könnt. Ja, oder auch nur schon, keine Ahnung, wenn ich dort ein Video poste von einer Frau, die ein lustiges Game Dev Video macht, also ich habe ein TikTok gepostet von einer Game Developerin, von der Victoria Tran, das kennst du wahrscheinlich auch. Wo so ein paar, quasi auf eine lustige Art so ein bisschen, das macht ein Community Manager. Und dann also, oh mein Gott, was ist das? Ich meine, ja klar, man kann es einfach nicht lustig finden. Das ist nicht so, ja, aber das ist meistens nicht der Grund. Da ist auch ein bisschen Salt dabei, dass mein eigener Subreddit meinen Joke nicht lustig gefunden hat. aber einfach so, ich habe es einfach so, mir ist so ein bisschen aufgefallen, dass du kannst nicht einfach eine Gaming-Community aufbauen, ohne die Voreinstellung, ich muss aufpassen, dass die nicht sexistisch, rassistisch wird. Weil leider wird es mit wenig Moderation wird's einfach, einfach in die Richtung. Und das ist Gott gegeben. Das geht gar nicht irgendwie. Also, ich weiß nicht, wie eure Erfahrungen sind. Mir kommt das als Mann natürlich und als Game-Interessierte merkt man das dann wie auch nicht so, wenn man in so Communities irgendwie, dann fällt das extreme Zeug auf. Aber so das Unterschwellige und so, das fällt.
Also blöd gesagt, also, nicht weil ich wegschaue, aber einfach, weil es mir nicht auffällt. Aber ich habe das Gefühl, du bist nicht direkt betroffen. Genau, du bist nicht direkt betroffen, genau. Also, es muss dich zuerst mal jemand darauf auffallen, hey, das ist im Fall ein Problem für mich, ja, weil für, aus meiner Perspektive fühlt sich das so und so an und nachher ja. Musst du es dann auch, ja. Aber zum Beispiel eher, wenn ihr online gamet. Spielt ihr jemals Multiplayer-Spiel online? Ja, ich spiele extrem viel. Oder ich habe viel Overwatch gespielt. Eben, und ich meine, ich spiele praktisch gar nicht online. Also da, ich gebe das Wort an dir. Aber hast du, und dann eben Voice-Ding hast du eingeschaltet? Ja, aber also, sag, ich habe mega viel Dota 2 gespielt, wo man ja dann zumal auch immer hat gesagt, das sei die schlimmste Community, was es gibt. League of Legends und Dota 2. Genau, und wenn ich mit Voice-Chat spiele, ist es meistens Overwatch. Und dort habe ich einfach gemerkt, Wenn ich so einen Voice-Changer einstelle, wo meine Stimme einfach mal ein Mühe runterpitcht, so eine Oktave oder so, dann wird ich einfach nicht mehr geflamed. Und wenn ich einfach keinen Bock habe zum Flamen... Nein, es ist einfach so. Wenn ich keinen Bock habe, dass ich angefickt werde, dann stelle ich das ein und ich kann in Ruhe meine Spiel spielen. Ja, klar, kommt ab und zu ein traurig, das muss stehen. Nein, es ist... Also, klar kommt ab und zu ein und fängt so, hey, heil mir oder hey, mach mir Damage oder was du immer gerade spielst. Aber es ist im Fall ein frappanter Unterschied. Und wenn ich einfach am Feierabend heimkomme und nicht will, also einfach in Ruhe will, ein bisschen Overwatch spielen, dann so, stelle ich den Voice Changer rein. Das ist unfassbar, oder? Vielleicht ist es einfach, weil meine Stimme so scheiße ist. Ich kann bist du wenigstens einfach für einen 12-jährigen Bub gehalten. Nein. Ich kenne aber viele Beispiele von Sättigen. Ich kenne auch Sättigen, die einfach sagen, genau, sie sagen einen jungen Bub. Als Frau, das funktioniert zum Teil aber das auch. Das ist auch scheiße. Aber ist, genau, natürlich, genau das Gleiche. Aber eben, es gibt ja in den gleichen Beispielen, dass das Frau auf eine Art nie recht machen kann, bei IGN. Jetzt übrigens auch mehrere so Fälle gegeben, wo die Chefs offenbar Arschlöcher sind. Aber natürlich eben auch Community, wo immer entweder bist du zu hübsch, dann hast du eh keine Ahnung von Games, oder du bist eben zu wenig hübsch, was machst du vor der Kamera? Oder die eine, die ist ich weiß nicht, wie sie heisst, die hat PC Gamer Show moderiert sie und sie ist auch halt eine Moderatorin von E-Sports-Turnieren und so, und die hat einen Blog geschrieben, was sie auf PC-Gamer veröffentlicht haben, Kommentar geschlossen natürlich, wo er gesagt hat, das ist immer so ein Eiertanz. Wahrscheinlich möglichst immer allen recht machen und dann, eben, weil du traust dich irgendwie auch nicht recht zurückgeben, weil mit der Community könntest du das einfach irgendwie nicht verscherzen. Weil einfach dann eben, du bist schon eigentlich als Mann in der Community, weiss es immer jeder besser. Also weißt, gerade in der Tech-Community merkst du bei uns irgendwie, oder allgemein, wenn ich etwas ins Internet stelle, oder ich schreibe irgendwie etwas über Brot oder was weiß ich, ganz einfaches Zeug und du bist sowieso schon mal gehatet, weil du hast ja keine Ahnung, oder? Ist egal, wie fest dass ich mich einlese. Aber das ist einfach... Und das ist in der Tech- und Gamer-Community noch viel krasser, oder? Wenn so Moderatoren oder Moderatorinnen werden, sind sowieso immer auf dem Abschuss. Und dann sind Moderatorinnen die noch mehr auf dem Abschuss sind, oder? Du hast keine Ahnung, wir haben alle keine Ahnung, das ist einfach normal irgendwie. Aber bei uns ist es nicht wegen dem Geschlecht, oder? Darum schreibe ich über Horse Games, weil dann kann mir niemand sagen, es ist irgendwie Ahnung. Das Frauending. Das ist Klischee, der Vorteil. Dort tue ich so, als hätte ich eine Ahnung. Und sind wir noch sehr wenig Männer reingekommen, die finden, du hast keine Ahnung über Horse Games. Mag auch der Anteil dort ein bisschen geringer sein. Ja, voll. Nein, aber das ist... Also ich finde das schon genau, für die Community, weil eben ich zähle mich jetzt mehr als Teil von der Community, weil ich mache keine Games, oder? Und dort schäme ich mich schon auch, was das einfach für Idioten sind. Und ich hoffe wirklich immer insgeheim, dass das einfach schon eine Minderheit ist, aber wie du sagst, ich glaube oft liegt es wirklich daran, wenn man nicht durchgreift am Anfang. Also bei uns ist mir auch schon aufgefallen, wenn die ersten paar Kommentare positiv sind, dann verschiebt sich es meistens in die Richtung. Wenn die ersten schon sagen, die irgendwie... Wir haben es bei der Lesben was gesagt, wo der einen findet, oh nein, da muss ich irgendeine Lesbe spielen mit, und dann noch mit so einer Inderin und so. Und du findest so, weißt du, der Kommentar sagt nicht irgendwie beleidigt jetzt niemand gerade mit scheiß Lesben oder so. Also ich finde, oh nein, ich muss eine Lesbe spielen, finde ich jetzt genug Grund, als dass man es moderiert und wegnimmt. Eine Frau und dann noch homosexuell und dann noch, weißt du, also das ist, kommt dann alles zusammen, oder? Kann man mit einem zusammengamed irgendwie, das habe ich dann nie mehr. Ein Mitarbeiter von einem Kollegen, der hat bei Apex Legends, hat der nur irgendwie einen Charakter können nehmen, der nicht homosexuell, der nicht Frau oder der nicht schwarz ist. Der hat genau einen gespielt, weil er sich dermaßen mit dem identifiziert, dass wenn, nein, ich kann nicht eine schwarze Frau spielen, nein, das geht nicht und so. Und dann finde ich so, hey, nein, sorry, mit so hohen Arschlöchern will ich einfach nichts mehr zu tun haben. Das ist ein Du-Problem und nicht ein Spielproblem. Genau, absolut, sowieso. Und das Spiel werden ja auch sowieso, und das ist ja super, oder? Immer offener, beziehungsweise es findet ein Diskurs darüber statt,
muss der Charakter immer ein Typ sein oder muss es eine Frau mit Big Boobs sein und die Rüstungen, wo die Männer haben immer volle Rüstungen und die Frauen haben einfach so einen knappen BH, der aber aus Eisen ist, das langt dann und so. Und das finde ich schon, der Diskurs muss ja dann schon auch stattfinden, aber das führt ja dann auch so, das kommt ja auch von dort her, ja. Glaube ich, oder? Wenn das alle würden ernst nehmen, dann würden vielleicht die Leute auch mal merken, dass es andere Sachen gibt. Oder ich denke auch, dass Tatsache, dass wir meandrieren da die ganze Zeit zwischen eigentlich einer Vielzahl verschiedener Themen. Oder? Ja, ja. Du sprichst jetzt gerade Character Design an, wir haben Community, ja. Wir haben Moderation, wir haben Game-Industrie. Aber der Vater, der sich durchzieht, ist der Sexismus, wo bei allem eben halt ein Problem ist. Und mega. Das zeigt auch, eben, wie breit gefächert das ganze Problem ist. Oder? Weil, ja, es ist nicht nur Industry-Partys werden Frauen sexuell belästigt. Es ist nicht nur in den Kommentarspalten von Gaming-Medien sind Leute Arschlöcher, wenn es um weibliche Characters geht, sondern es ist halt eben, ja, es kommt halt alles so ein bisschen zusammen, yeah. Und die haben zum Teil Overlap. Und ja, aber es wird sicher sich alles gegenseitig irgendwo beeinflussen oder seine Ursprünge nehmen. Also ja. Und eben, das kannst du natürlich auch insofern etwas quasi ins Positive drehen, dass ich glaube zum Beispiel definitiv, ja, dass mehr gute weibliche Characters, mehr Character Diversity führt zu auch einer diverseren Community und Leuten, die in Games arbeiten wollen. Ich denke, das geht Jahre. Das ist nicht etwas, wo einfach so, wir haben ein diverses Spiel gemacht und nachher ist gut. Und was dazu kommt, natürlich, du musst dann die Leute, die kommen, auch noch richtig supporten, dass sie dann nicht einfach eben die eine Frau oder der eine schwule Mann oder die eine schwarze Person im Team sind und als quasi odd one out. Ja, so quasi, oder wie meinst du? Oder so. Nein, ich meine einfach, dass was man auch aufgehört ist, halt, also das im Cards Against Humanity Beispiel, ist das zum Beispiel recht aufgekommen, dass ich glaube, die eine Story ist rausgekommen von einem, wo die einzige schwarze Person in dem Team war. Und dass quasi immer, wenn er etwas gesagt hat, so, das ist jetzt ein bisschen rassistisch, oder? Dass einfach quasi war, so, dass er halt ausgesondert worden ist, dann als. Also, ich habe die Story nicht im Detail im Kopf, dass jetzt nicht irgendwie falsch zitieren, aber einfach, dass halt eben, wenn du. Es nützt nicht so viel, wenn du. Minorities hast, die wollen in Games arbeiten, weil du gute Characters hast und so, und nachher fixest du aber deine Company Culture nicht. Ich sage nur, es ist auch dort wieder ein multi-layered Problem. Oder? Also, und es ist auch eine Wechselwirkung, wie du gesagt hast, wenn sich das Ganze vervielfältigt. Du hast also von der, wenn die Community wird diverser und Entwickler, dann glaube ich auch, dann wird das Ganze besser. Also weißt du, einfach, am Anfang ist es halt irgendwie zu Zeiten, wo du rausgekommen sind, dann haben dann vielleicht sind es 90% Männer gewesen, die 95% vermutlich was entwickelt haben und 90% Männer, die gespielt haben. Und dann ist ja irgendwie logisch, oder? Und ich sage, dort, es ist auch nicht das Gleiche. Die Community, glaube ich, dort scheint, habe ich einmal gedacht, dort ist sich das Problem. Die haben gesagt, ich weiß auch nicht, wie Angst, dass ihr das Hobby kaputt gemacht wird, oder? Also die können sich das sicher nicht eingestehen, aber dort scheint sich das Problem zu sein und das ist natürlich nicht das Gleiche bei den. Was dort natürlich noch dazu kommt, ist, dass du auf zum Beispiel YouTube ja auch noch ein riesiges Business hast von Leuten, die ihr Geld damit verdienen, Gamer zu sagen, dass die Feministen ihr Hobby kaputt machen wollen. Yeah. Also du hast auch noch eine riesige Maschinerie von sagen wir, konservative Gaming-YouTuber, die wirklich ihr Brot und Butter damit verdienen, sagen, was irgendwelche Leute Böses gemacht haben. Ich weiß nicht, es gibt, das ist ein YouTube-Problem, oder? Also nochmal ein Fass aufzutun. Dass halt Content, der negativ ist und irgendetwas anderes kritisiert oder fertig macht, viel mehr Klicks generiert als etwas, wo du findest, hey, ich finde das Spiel oder der Film oder was auch immer mega toll, oder? Das ist auch absolut ein Teil des Problems. Aber dass es wie, wenn du sagst, oder, ja, die Leute haben Angst, dass ihr Hobby kaputt geht. Ja, es gibt auch Leute, die aktiv Geld damit verdienen, denen sagen, dass ihr Hobby kaputt geht. Oder? Also, das ist so. Und dann bist du in so einem Confirmation Loop drin, ja, wo du immer, dann suchst nur das Zeug, bist du in deiner kleinen Blase drin und das wird dir alles. Auch die ganze Zeit dann wieder empfohlen, weil alle Algorithmen wissen, dass das Engagement gibt. Und dann wären wir beim YouTube-Problem. Dann machen wir auch mal einen Podcast. aber vielleicht zum Zurückkommen, wie wir es angefangen haben. Eben, es ist einfach mal aus der Industriesicht das Problem.
Meine, weißt du, was kann man denn machen dagegen? Ja, also ich glaube, wenn es so einfach wäre, hätte man schon etwas dagegen gemacht. Oder? Wir, also ist wir finden jetzt hier schnell die Lösung. Genau, okay. Letzte Viertelstunde von unserem Podcast. Wir haben noch so also viel Zeit. Sexismus ist vorbei. Danke. Ich mache Notizen. Ja, nein, also es ist halt mega vielschichtig. Also grundsätzlich habe ich das Gefühl, es ist eben ein gesellschaftliches Problem, weil wir haben es, glaube ich, vor dem Podcast auch schon kurz davon gehabt. Aber, oder du hast schnell gesagt, ja, es ist niemand verurteilt oder es ist noch fast niemand verurteilt. Ja, also es ist schon mal rechtlich extrem schwierig, gegen so etwas vorzugehen, weil eben am Schluss ist es meistens Aussage gegen Aussage, weil gerade wenn es eben im sexuellen Bereich ist, dann sind es meistens einfach nur zwei Beteiligte gewesen und nicht noch mega viele Leute, die zugeschaut haben und können sagen so, ja, das war im Fall schon Vergewaltigung gewesen und nein, das war es nicht gewesen, oder? Also, und aber du musst als Opfer quasi einen riesen Aufwand betreiben, um irgendwie können glaubhaft machen, hey, das ist im Fall wirklich passiert. Ja. Und das heisst, du musst dort eigentlich extreme Seelenstriptease machen und einfach alles auslegen und irgendwie alles aufschreiben und 20 Mal wieder die gleiche Geschichte erzählen, wo... Wirst in der Frage nach, oder? Und musst beweisen, das ist und schon musst noch jedes auf dein Trauma eigentlich, aber wenn es wirklich so ist, dann bist du eh schon traumatisiert und paralysiert. Und es macht auch nicht mega viel Spass, über solche Sachen zu reden, oder? Und wenn du dann jedes Detail immer wieder musst erzählen und immer wieder und dann sind die Leute noch da und quasi so, weißt du, so... machst du das doch eh nur für die Aufmerksamkeit? Ja. Es ist doch eh nicht wirklich passiert. Also eben, rechtlich ist es mega schwierig. Nachher hast du irgendwie das fehlende Supportnetzwerk. Also du hast nicht irgendwie, wie soll ich sagen, eine Gewerkschaft in der Gamebranche, wo du kannst sagen, hey, in dieser Firma ist irgendwie das Management mega scheiße, die Leute werden ausgenutzt oder so, ich gehe jetzt zur Gewerkschaft und nachher können wir gegen die Probleme vorgehen. Also es gibt mittlerweile die Gewerkschaft, die irgendwie Game Workers United oder irgendwie so heisst. Ja. Und die haben auch wieder brutale interne Probleme, wie jetzt ist rausgekommen. Das ist jetzt beim ganzen Black Lives Matter, die irgendwie... Also das heisst, du kannst dir dort nicht Hilfe suchen. Ja, wo suchst du denn Hilfe? Gehst du irgendwie mit den anderen Leuten in der Branche geredet? Dann haben wir das wieder mit... So die Whisper-Networks? Genau, dann hast du das Whisper-Network, wo irgendwie alle wissen, hey, die Person ist ein Problem, aber niemand spricht es eigentlich an, weil eben, wir haben es schon von Machtpositionen. Das heisst, irgendwie alle wissen, der Chef von Firma XY ist mega ein Problem, aber wir wissen es einfach und niemand geht dagegen vor. Und nachher irgendein ist nach all diesen Problemen und Lösungswege, die nicht funktionieren, bist irgendwie, also normalerweise ist der Erste auch noch, du redest mit dieser Person und das bringt dann auch nichts, aber und am Schluss... resigniert. Ja. Genau, meistens kommt es ja nicht gerade irgendwie einen Tag, nachdem es passiert ist, raus, sondern Jahre später, weil du irgendwie alle die Probleme, Lösungswege hast versucht zu brauchen und am Schluss hat es einfach nichts gebracht, nach Jahren. Und irgendeinmal platzt dir einfach der Kragen. Irgendeinmal findest du einfach so, hey, meine letzte Option, die ich noch habe, ist die Person irgendwie öffentlich zu outen und die ganze Geschichte auf dem Internet, wo jedes kann lesen, zu erzählen, wo dann auch wieder ein ganz eigenes, enormes Problem ist. Und oft kommt das Bedürfnis, um das dann zu teilen, kommt oft gar nicht einmal aus, hey, ich muss das jetzt so verarbeiten, sondern oft auch, hey, die Person ist immer noch in einer Machtposition und macht es immer noch mit anderen Leuten. Und also, keine Ahnung, das sind ja auch oft, darum kommen ja diese Storys dann auch in Wellen raus. Ja. Weil jemand dann sieht, scheiße, ich habe gemeint, ich habe das Problem, aber nein, die gleiche Person hat noch das und das und das alles gemacht. Ja. Und dann, dass man dann erst quasi auch den Mut hat, zu sagen, hey, ja, bei mir im Fall auch, me too, oder? Das ist genau das, oder? Also me too ist voll, das ist genau das. Und eben, wie Tabea sagt, das ist natürlich ist es nicht die ideale Vorgehensweise, dass man einfach sagt,
Ah gut, der Umgang von unserer Industrie mit sexuellem Missbrauch ist, man tut ein paar Jahre in sich reinfressen und nachher macht man einen grossen Twitter-Thread. Oder? Das ist wie so, niemand findet, das ist eine gute Lösung. Ja. Das ist, niemand findet, so sollte es sein. Es ist oder? Die x-te Welle und es kommt ja dann immer genau. wieder und so. Also die Lösung ist aber ja dann eben, auch nicht. Oder? Das Problem, es gibt auch, viele Leute, die dann reagieren so, ja, was soll jetzt machen? Ja, wenn eine Vergewaltigung passiert ist, ja, dann geh zu der Polizei, was soll das? Das musst du nicht auf Twitter. Und nee. Dann kann ich dann vor allem halt einfach so Geschichten, ich sage gerade letztes Jahr hat es, glaube ich, von der Republik einen Artikel gegeben, wo, und zwar von der Schweiz, wo, ich habe nicht den ganzen Artikel gelesen, aber die Überschrift war, meine Vereine, also das Verhör bei der Polizei sei schlimmer gewesen für sie als die Vergewaltigung selber. Ja, okay. Weil du auch bei uns in der Polizei und in halt allem drumherum sehr viele Probleme hast mit, wie wird mit Frauen über Missbrauch geredet, was werden für Fragen gestellt mit dem üblichen, eben, ja, aber was hast du angehabt, was hast du dann irgendwie geteased oder und alles das Zeugs. Genau, ja, du schießt kurzes Röckchen an, voll. Ja. Ja, genau. Und alles das, oder, dass das dann wie, dann schweift es halt auch noch in das ab, oder? Und so, ja klar, wir wollen eigentlich über Sexismus in der Gamebranche reden, aber ja, wir können anscheinend nicht über das reden, ohne dass wir auch noch ansprechen, warum das als Vergewaltigungsopfer zu der Polizei gehen scheiße ist, weil das bedingt, dass das wie kein guter Ausweg ist, oder dass du das vielleicht probierst und nicht weiterkommst damit. Dann kommst du nichts und dann eben, irgendwann hast du wie nur noch, ja, irgendwann platzt der Kragen und du findest, ich muss etwas machen, ich muss irgendwie... Ja, und du liest ja halt auch das immer wieder von anderen Leuten, oder? Ja. Und auch das ist extrem ermüdend. Nicht im Sinne von, oh Gott, ich will nicht mehr darüber reden, aber einfach irgendwie zu sehen, wie alle paar Monate das Thema wieder durchdiskutiert wird und wieder neues Zeug kommt und es ist einfach immer noch genau das Gleiche und es hat sich nichts verbessert. Immer noch nicht geändert hat, genau. Oder? Ja. Und man stumpft, also weißt, bei mir, also für mich, ich stumpf dann so wie, weißt, dass ich das lese, die Überschrift und dann so wie denke, ah, nichts Neues. Und zum, bei mir selber merken, nicht, wow, ist ja mega krass, sondern fuck schon wieder. Also nicht irgendwie so, fuck schon wieder, sondern so, ah, schon wieder. Das finde ich auch so völlig absurd. Klar, die selber, sagen, oder? nein, ich mag das nicht immer hören, weißt, das ist ja immer bei einer Rassismusdebatte genau das Gleiche. Die sind einfach auch ein Teil des Problems. Ja. Wenn du findest, oh, dich ermüdet, dass du musst lesen, dass es Rassismus gibt, ja, dann bist du einfach... Weil die anderen spüren dann, du nervst dich über Berichterstattung. Ja, du bist das Problem. Ja. Genau, das ist so, dass, ja... Aber man das kann ist, schon, ja. eben, es ist ein Privileg, ja. von einem Thema können Abstand nehmen auf die Art. Ja, das ist so. Ja. Also ich habe einfach den Eindruck, genau, das ist einfach etwas, eben, man kann halt einfach nicht eine Lösung präsentieren, so, schaut, hey, ich habe es gefunden, das ist sie. Ja, ja. Und ich glaube, das ist wirklich einfach tatsächlich ein ewiger Kampf, aber es ist vermutlich einfach in jedem Sinne eine Verantwortung, weil ich habe zum Beispiel ein Beispiel gehört, wo dann eben Leute, die auch wirklich betroffen waren, weil sie die Person kennt haben, die das gemacht hat und sie haben auch gefunden, offenbar haben die Leute zu wenig Vertrauen in mich gehabt, um zu mir zu kommen und zu sagen, hey, der hat mich belästigt, oder? Ja, ja. Und also da hat es einen guten Post gegeben von der Anita Sarkeesian selber über Cards Against Humanity, weil sie eben eigentlich befreundet war mit dem Co-Founder. Und quasi sie, wo ja eigentlich eben so eine starke halt feministische Stimme ist in der Gaming-Industrie. Und nicht mal zu ihr ist man gegangen? Ja, weil sie anscheinend in der Vergangenheit, weil sie gemeint hat, sie kennt ihn und hat ihn wahrscheinlich mal verteidigt. Oder, also, kannst du noch so informiert und was auch immer sein und wegen dem bist du gleich je nach dem Case innen auf den Typ, wo... Hey, das ist bei Giant Bomb, da steht Podcast, und ich noch viel höre, die haben auch E3 haben sie meistens ein Panel oder einfach ein Sofa mit Gästen, oder? Und sie haben aber auch, ich glaube, zwei von denen... wo da jetzt die Vorwürfe gelten hat, haben sie auch bei sich gehabt. Und sie tun eigentlich die auch, entweder kennen sie sie persönlich oder sie versuchen es zu überprüfen, aber sie haben eben auch gesagt, eben bei vielen ist es einfach wie nicht möglich gewesen, sie haben die Informationen hast du nicht bekommen oder eben die Leute sagen es dir nicht. Aber eben, sie haben dann eben schon auch gefunden, dort haben sie sich die Schuld eingestanden, sie müssen aktiver werden. Bei gewissen haben sie nämlich Gerüchte gehört, aber man ist sich zu bequem, oder? Ja. Und sie haben gesagt, einfach dort, das geht nicht. Und ich denke, das ist etwas, wenn man, weil... ich habe einfach nur schon gedacht, was ich irgendwie über die eigene Firma schon gehört habe. Nicht, dass jetzt das da vorkommt, aber ich habe dann überlegt, ich mache mir selten weitere Gedanken. Ja, ja. Und vielleicht ist es wirklich oft schon dort, dass man halt... weil es ist ja auch lästig. Also, du willst ja gar nicht dir Probleme aufladen, wenn du selber nicht betroffen bist. Ja, ja.
Ja, vor allem, du, bist ja nicht, du wirst quasi wie in eine Verantwortungsposition gezwungen, ja, sobald dass du quasi Kenntnis hast, mhm, von diesem Vorfall, weil du musst dir ja deine Meinung von dieser Person revidieren, du musst dir darüber, mhm, Gedanken machen, müssen wir jetzt da Schritte quasi, ja, unternehmen. Also es ist einfach so, also es ist mega unangenehm, aber ja, es ist eigentlich einfach wichtig, dass, mhm, man es gleich macht. Ja, und ich denke, so. Ja, das Schlimmste, was wie passieren kann, wenn sich ein Opfer, eben, Opfer ist immer so ein dummes Wort, aber eben, wenn sich eine Person, Betroffene, wenn eine betroffene Person quasi schon so weit ist, dass sie darüber reden will und nachher quasi ihr innerstes Trauma auf den Tisch legt und du dann so findest, so, das hat jetzt also noch nie mitbekommen. Ah, oh ja, zu mir ist der immer mega lieb und so. Und das Opfer oder die betroffene Person hockt dann einfach so da und fängt dann so, Bist du sicher, dass es so gewesen ist? Ja, ist so krass gewesen, oder? Mir geht es jetzt einfach mal um dich und vielleicht, dass du, dass die wirklich, auch ernst nimmst. Hat die wirklich gewirkt? Oder auch, ich meine, oder ist es einfach nur ein bisschen lang am Hals? Nicht einfach ein bisschen deine Fehler gestreichelt. Ja, das stimmt. Ich bin überzeugt, das ist... Und ich denke auch, es gibt eben so... Das Wegschauen, oder? Ja, und ich denke, es ist sehr schwierig und es ist ein Riesenproblem und nein, man kann es nicht einfach lösen, aber ich denke schon, man kann an sehr vielen Ecken in die richtige Richtung arbeiten. Und das kann jede einzelne Person in einzelnen Fällen. Also ich denke eben, du kannst, was zum Beispiel etwas ist, wo auch immer wieder rumgeht in diesen Situationen, und ich denke, ich bin da schon einverstanden, dass halt, das hat einfach gewisse Bemerkungen nicht durchgehen lässt. Mhm. Und da bist du vor allem als Mann, der das Gefühl hat, du bist selber einer von den Guten, oder? Ja. Das ist einfach... also keine Ahnung, du hast jetzt dein Beispiel gebracht von eben dem, wo... Apex nicht spielen kann, weil er nicht genug weisse Heteromänner drin hat. Das dann wie so, sagst dann... Bist dann einfach still und sagst nichts mehr, was ja auch legitim ist. Es ist auch nicht deine Verantwortung, unbedingt dem jetzt irgendetwas beizubringen, und kannst wahrscheinlich auch nicht. Und gleich so, sagt man jetzt in dieser Situation. Not cool, dude. Not oder? Nein, also, das habe ich dem schon auf den Arm gesagt, aber ich muss schon sagen, da kann ich auch eine Runde Apex mit dem spielen und wir haben einen im Team gebraucht, oder? Aber dann habe ich schon irgendwie, ich habe so ein bisschen, das dann halt auf witzige Art angesprochen und so und irgendwie ihn ein bisschen herausgefordert, so mit seinem schwulen Hass und so, was mir so geschliffen hat, aber ich bin nicht und habe nie mehr mit ihm gespielt, aber es ist so. Es ist ja nicht, ich wollte jetzt das auch nicht sagen, also da hättest du jetzt müssen durchgreifen, aber es ist ja wie, ich denke, es gibt auch viele Situationen, wo man eben so ein bisschen halt, anstatt dass man dann okay, dass man sagt, nein, das ist nicht, sag das bitte nicht, das ist weird, das ist scheiße. Aber wenn man selber schon Hemmungen hat, als in so einer Situation eigentlich, oder jemandem mache ich die Meinung sagen und sagen, du bist einfach ein Rassist, also, das muss man nicht sagen, dann kann man sich ja vorstellen, wie viel schwieriger es muss sein, wenn man der Betroffene ist, oder halt eben sagt, du bist irgendwie... Vor allem stell dir vor, gerade wenn du die einzige Frau in einer Gruppe Männer oder die einzige schwarze Person in einer oder die einzige Person of Color in einer Gruppe Weisse bist, dann natürlich bist du immer die dann anspricht, hey, können wir nicht. Yeah. Wenn du die einzige Person bist oder eine von sehr wenigen und dann bist du die einzige, die das immer anspricht, dann kommst du dir auch immer vor, als wärst du einfach irgendwie... Der Nörgler, Nörgler, und die anderen sagen, dann tut sie betreibt er aber wieder mal. Genau. Jetzt hat man doch einfach da... Das ist und ein ich habe ja als Witzneger gesagt, also weißt du, so blöd gesagt. Und dass dann halt anstatt, anstatt dass der Rassismus oder Sexismus selber oder die Sprüche, die man macht, anstatt dass das als negativ beurteilt wird, wird dann sich darüber das beklagen, erst als ist quasi das, was negativ auffällt, oder? Ja, und, aber ich glaube, das ist schon ein Problem damit, wie wir im Gesamten als Gesellschaft quasi das handeln. Also es ist wieder, dort ist der Rassismus wieder ein gutes Beispiel, da hat, glaube ich, der Renato Kaiser mal irgendeinen Sketch oder etwas darüber gemacht, im Sinne von, dass wir, wenn wir sagen, das ist jetzt rassistisch gewesen, oder du bist halt klar, oder du bist ein Rassist oder so, dass das immer gerade so Bullshit, du bist die schlimmste Person ever gestempelt ist, und dabei, aber wir sind irgendwie alle rassistisch. Und sicher. Okay sein, dass man jemandem kann sagen, hey, look, das ist jetzt, glaube ich, nicht okay gewesen und ein rassistisch, und dass das nicht quasi mitmeint, du bist die schlimmste Person. Und auch, dass, wenn dir jemand sagt, das, was du gerade gesagt hast, ist rassistisch, dass deine Reaktion nicht irgendwie, ui, nein, geht's noch? Was? Nein, ich nicht. Ich bin doch kein schlechter Mensch. Ja, genau. Ui. Oder, ich habe mega viel, sondern, mega viele schwarze Freunde. Genau. Sondern, dass dann die Reaktion ist, ah, wirklich, ah,
vielleicht warum, vielleicht kannst du mir das erklären oder vielleicht einfach sagen, Verständnis oh sorry, habe ich nicht. Oder irgendwie, und auch, wenn mir jemand sagt, etwas, was ich mache, ist rassistisch, dann denke ich nachher nicht, also kann ich, es werden Leute werden zum Teil so defensiv, was das angeht. Yeah. Ich habe auch schon jemandem müssen sagen, du, der Witz ist jetzt recht, ich finde es nicht gut, dass du so einen Witz machst, das ist jetzt ziemlich transphobisch gewesen. Und dann ist es wie so, haben wir eine riesige Diskussion gehabt über warum. Und nachher ist es wie so gewesen, so, hat er an irgendeinem Punkt gesagt, ja, nein, aber ich will das doch nicht, also ich will ja nicht wollen transphobisch sein und ich bin mega, also ich weiss jetzt den Wortlaut nicht mehr, ich will mich nicht darüber lustig machen, aber quasi ich bin progressiv, ich will quasi ein Ally sein, oder? Und dann ist es wie so, ja, aber um das geht es nicht, das ist eine Gelegenheit, um etwas zu lernen, wie du besser, oder? Aber man wird defensiv, oder? Es ist so. Und eine Handlung definiert dich ja nicht als Person, als Ganzes, nein. Oder? Nein, und jeder, sagen, ist irgendwie so ein bisschen, so eine Art judgmental, so allem irgendwie, so, weißt, also du hast über alles eine Meinung und findest, und wirst überrascht oder bestätigt oder eben nicht bestätigt in deiner Meinung und so, dann kannst du gar nicht anders. Also, weißt, ja, und es passiert auch einfach, wir lernen auch. Und gerade wenn man diese Privilegien hat, dann lernt man halt erst langsam dazu. Und ich bin mir sicher, ich habe schon ganz viele Sachen in meinem Leben gemacht, wo eben halt, wo homophob oder rassistisch oder sexistisch oder was auch immer sie sind, will ich erst noch dazu lernen, wie ich eigentlich will mit diesen Themen umgehen, oder? Und wenn mir jemand darauf aufmerksam macht, dann probiere ich aktiv zu sagen, ist es das? Und ja, manchmal bin ich auch nicht einverstanden damit und denke, okay, das bin ich nicht unbedingt. Das ist vielleicht nicht so schlimm, aber größtenteils sollte Selbstreflexion auslösen und nicht abwehren, oder? Aber das ist halt schwierig, weil das braucht ein bisschen Introspektiven und das haben viele Leute schon mal nicht. Ich freue mich, vielleicht täuscht das, oder? Ich hatte jetzt das Gefühl, rassistisch ist man irgendwie schneller mal, weil einfach irgendwie, man ist mit blöden Witzen und so aufgewachsen, oder? Aber wie gesagt, das muss ja überhaupt nicht so sein. Aber ich frage mich, wenn all die Vorwürfe lesest, dann frage ich mich schon, was denken sie sich dabei, wenn du irgendwie eine anhörst, hey, willst du mal mehrere Kisten und so und dafür irgendwie feature ich dich auf meinem YouTube-Channel? Ey, was geht dir dort durch den Grind, dass das irgendwie Gefühl, dass okay ist? Dass die sagen, ja, ist gut, dann soll ich vorbeikommen. Na, vielleicht zeigt sie das ja, das ist das Ding. Vermutlich klappt das ja hier und da, oder? Ja, aber dass du irgendwie... In welcher Welt lebst du, dass du den Eindruck hast, das ist irgendwie okay, dass man das in einer Machtposition das ausnutzt, aber... Fuck, vielleicht sind einfach alle Chefwichser. Das wird sein. Nein, aber ich denke, ja. Ja, zum Glück nicht mehr Chef. Also, das muss man jetzt auch ein bisschen differenziert sehen. Ich habe das Gefühl, die Leute sind sich gar nicht bewusst, dass sie in einer Machtposition sind. Und dann gibt es noch halt die es einfach geil finden. Also, ich weiss es auch nicht. Ja. Und die es mutig einfach nicht so schlimm finden. Weil ja, oder eben. Ist doch auch nicht so. Ist doch einfach easy, oder? Kannst du ja Nein sagen. Ja, eben. Das ist es auch so ein bisschen. Dass man sich die Machtposition nicht bewusst ist und gar nicht checkt, in was für eine Position man andere Leute eigentlich tut. Und auch das trifft auf andere Fälle zu, als nur unbedingt Sachen, die dann irgendwie abusive oder exploitative sind. Ich sehe in unserer eigenen Firma, wir sind jetzt gerade in den letzten paar Monaten von 4 auf 9 Leute gewachsen. Und ich sehe jetzt schon, dass meine neuen Mitarbeiter quasi weniger offen einfach zum Chef können sagen, hey, ich kann das im Fall nicht so machen oder das und das. Und wir haben das letzte Jahr angesprochen und wir arbeiten jetzt daran und das ist gut so, aber es ist wie so, dass dann Leute, die ein paar Leute unter sich haben, gar nicht realisieren, dass wenn sie sagen, nein, das müssen wir so machen, dass dann andere Leute zum Teil das Gefühl haben, sie dürfen jetzt da nichts mehr dagegen sagen, oder? Und also ich denke, ich sehe das eben als Mikrokosmos nur schon in unserem kleinen Startup, wo sonst eigentlich alles sehr, sehr gut läuft, was das angeht und wo wir auch einen guten Umgang haben miteinander. Und ich bin froh, haben wir das jetzt angesprochen und so ein bisschen, oh Moment, das soll nicht so sein, alle sollen das dürfen sagen, oder? Weil man kann sich so einfach vorstellen, wie es zu etwas viel Schlimmerem werden würde, oder? Mega. Wenn dann nachher so Mundtuch gemacht ist oder so in hierarchischen Strukturen der grossen Firma, ist das natürlich noch viel, viel krasser, oder? Aber wenn es schon wie so klein, im Kleinen so anfängt, dann das ist cool, wenn man das so behandelt. Und das führt ja dann automatisch dazu, dass wenn's um schlimmere Sachen sollte geben wie Übergriffe oder so, dass man dann eher noch sagt, hey, ja, ich habe das Beispiel vorhin, wo die Frau im HR von meinte, das kann ja nicht sein, oder? Weil das HR ist ja zum Beispiel genau da, um so Sachen zum sagen, oder? Das ist das ist es eigentlich schon. Ja gut, aber mein Gag ist immer, das ist Mobbing, ich gehe zum HR, oder? Wenn irgendjemand mir etwas, also bei uns, aber es müsste ja eigentlich da sein, zum Beispiel,
Und wenn das nicht kannst, dann ja, einfach, ja. Aber ich glaube, es ist wirklich, es ist auch wirklich, es liegt wirklich an allen, dass du irgendwie, dass man halt aufmerksam ist und etwas macht, oder? Und halt wirklich nicht wegschaut, oder? Weil ja, gerade wenn du selber nicht betroffen bist oder in einer bisschen privilegierteren Position bist, aber ich glaube, man muss sich das wirklich auch bewusst sein. Ja, und ich denke, also kann ich jetzt vor eben den 2-3 Wochen oder was, wo jetzt da die neueste Welle so ein bisschen ihren Höhepunkt gehabt, ich bin wirklich ich bin durch mein Twitter-Feed am scrollen und wirklich einfach alles und die ganze Diskussion. Also, und dann halt eben, dann hast du zuerst hast Leute, die rauskommen mit ihren Geschichten, liest mal ein paar von denen durch, dann hast du Leute, die finden, ja, voll bei mir im Fall auch, ich habe etwas Ähnliches erlebt. Dann geht es weiter und dann hast du halt Takes von wegen, ja, muss man das und das dagegen machen und entschuldige das nicht. Und dann habe ich auch mega das Bedürfnis, okay, was kann ich dagegen machen, oder was kann ich... Ich habe zum Glück keine so Story, die ich veröffentlichen kann und niemand, den ich muss, persönlich dragen gehen irgendwie. Aber irgendwie, was so etwas ist, was ich jetzt auch oft lese und was ich schon denke, stimmt, wenn du nicht Teil des Problems sein willst, dann musst du Teil von der Lösung sein. Ja. Weil es halt so fest wie der Schisszustand, der Status quo ist, ja, ist einfach still zuschauen und nichts machen, erlaubt, dass das weitergeht, oder? Und eben, meine eigene Dings ist dann gewesen, gut, ich habe ein Mail geschrieben an meine Mitarbeiter und habe eben meinen Chef dazu gebracht, dass er allen sagt, sie sollen das ernst nehmen und lesen. Ich weiß nicht, wer es wirklich, also auch da weiss ich jetzt nicht, ob das irgendwie wirklich angekommen ist und verinnerlicht worden ist oder was, aber das sind wie so. Und ich denke, da gibt es noch viele Leute, die irgendwie etwas Kleines können machen und eben genau, weil es so ein riesiges und so ein breites Problem ist, kannst du dafür auch an vielen Orten mit einer Lösung ansetzen, wenn das ein bisschen ins Positive drehen wird. Darum wollte ich auch einen Podcast dazu oder einfach eine Story dazu machen, weil ich bin jetzt auch nicht der Meinung, dass wir jetzt da irgendwie eben die Lösung finden, logisch nicht, oder dass wir jetzt die Welt bewegen, aber auch wir sind eine Plattform, oder? Und auch, ich habe das Gefühl, dann stupst du wieder ein bisschen an, hilfst vielleicht wieder mal jemandem, dass er sich ein bisschen mehr Gedanken darum macht, oder erreichst du auch wieder Leute, die sich es gibt einfach immer extrem viele, die das gar nicht sehen. Nee. Und ich meine, in der Schweiz zum Beispiel, ich habe ehrlich gesagt gar nichts davon gelesen. Nein, also irgendwie in jeder Schweizer Medien habe ich nichts davon gesehen. Und ich meine, es war eigentlich ein riesen Skandal wieder. Und ich habe eigentlich, in den US-Medien war es überall gewesen, und in den Schweizer Medien habe ich jetzt irgendwie das nie mehr gesehen. Ja, es sind natürlich auch keine Schweizer Fälle irgendwie gross. Ja, es ist immer das, was näher. Aber es sind Games, die wir spielen, oder? Das ja, schon. Aber es ist dann halt natürlich doch nicht so näher, wenn es nicht jemanden betrifft, traurigerweise. Und ist auch gleich. Halt, Schweizer Medien berichtet auch sonst nicht oft über die Game-Industrie. Also das stimmt, generell. Das stimmt schon. Hauptsächlich, stimmt, ich kann meine Games spielen. Weißt du, so ist das meiste denken, oder? Ich will das gar nicht hören, weil. Ja. Weißt du, und ich weiss jetzt aber schon. Aber es soll ja auch seinen Platz haben, dass du einfach deine Games kannst spielen an einem Ort. Aber also, Logo. Ja, also nicht, dass wir jetzt. Ich finde auch nicht, dass die Lösung ist, dass man jetzt 24/7 immer muss voll fighten, wie ich gesagt habe, ich will manchmal auch heimkommen und ein bisschen Overwatch spielen. Aber ich denke schon, dass es ein gewisses so dazugehört, dass man es ein bisschen reflektiert. Und sich, also wir haben das Bewusstsein, dass es da ist und dass vielleicht das Game, das ich mega cool finde, zum Teil ein bisschen problematisch ist oder aus problematischen Umständen entstanden ist oder whatever, dass man sich dort doch ein bisschen Gedanken macht, wie stehe ich zu dem, finde ich das jetzt gut, schlecht, was will ich jetzt machen? Dass es auch nicht schwarz und weiß ist, oder? Dass, voilà, nur weil ich etwas gut finde, heisst das nicht, es ist objektiv über Kritik, oder? Und quasi kritisch sein gegenüber den Medien, die wir konsumieren, aber sie trotzdem dürfen konsumieren und dürfen geniessen, oder? Ja. Es geht dann klar, geht dann in eine andere Richtung, wenn du sagst, ja, will ich das und das wirklich mit meinem Geld unterstützen? Das ist dann wieder eine andere Diskussion, das ist oder? Mal etwas anderes, und das ist auch völlig okay, wenn das jeder für sich entscheidet und so. Es schafft auch nicht nur jemand an einem Game. Nein, eben, genau, das ist bei Games extra schwierig, weil so viele Leute involviert sind und ja klar, die höheren Execs verdienen wahrscheinlich mehr daran. Und sind oft auch eher die Probleme machen, aber... Ich has bei mir ist es eben dann so, genau, ich finde erstens, also ich finde, appellierst einfach halt den gesunden Menschenverstand, dass man halt eben genau, einfach, man soll ein bisschen offen sein und nicht immer gerade so abwehrend alles so scheuklappen, ich will das nicht hören, weil hauptsächlich kann ich mein Game zocken. Und ich meine, manchmal hat es halt einen negativen Beigeschmack. Ich mag mich einfach noch erinnern, wie hat das Mittelalter-Game geheißen?
vor zwei Kingdom Come Deliverance. Yes, ja, genau. Yes. Und dort hat es auch, das war auch nicht nachgewiesen gewesen, aber dort ist einer von den Entwicklern auch, hat man so rechtsradikale Sachen noch gesagt. Und ich bin der Meinung gewesen, also das war nachgewiesen gewesen, im Sinne von, ja, hat irgendein T-Shirt von einer, ja, Nazi-Band angehauen, ein Event. Das ist jetzt nicht eine Allegation, ja, das ist einfach die Frage, wie ernst hat er das gemeint? Dort bin ich reingerutscht in das T-Shirt. Ja. Ich habe das Logo noch schön gefunden, das weiße, ja, Kreuz. Er hat da, ja gesagt, er hat nicht gewusst, dass die, wie auch immer, oder? Ja, ja. Ich sage einfach, immer mit Vorbehalt und so, aber, ja, ich habe auch gefunden, es ist relativ gewichtig gewesen. Und ich habe das in meinem Review dort auch noch einfach erwähnt, weil für mich ist es einfach voll relevant gewesen. Mir hat es wirklich ein bisschen das Spiel verdorben, oder? Weil ich es einfach, ja, nicht mehr so geniessen konnte. Weil ich immer das Gefühl hatte, ich habe dann aber schon gedacht, eben, die haben ja 50 Leute, 100 aber Leute. Aber ich muss jetzt also auch sagen, bei Kingdom Come Deliverance habe ich spezifisch gefunden, du hast den Sexismus von den Devs im Spiel gemerkt. Ja, sie haben, ja, aber natürlich, also, die gute Ausrede gehabt, dass es Mittelalter ist. Es hat darum keine Schwarze gehabt und darum hat man die Frauen ein schön ein bisschen dürfen. Also weißt du, das nein, ist dann ihre Ausrede gewesen, wirklich, ja. Ich habe es angefangen zu spielen, für den Grösser. und habe dann wirklich, eben nachdem ich schon gehört habe, ja, so ein bisschen, eben das Team oder zumindest die paar Leiter vom Studio sagen so ein bisschen irgendwie ein paar icky Stories irgendwie gehört. Und ich habe dann wirklich, eben dann hast du im Spiel die Database über alle wichtigen historischen Figuren und Locations und bla bla, und du hast einen Artikel über Women in the Middle Ages. Und dann wird dort beschrieben quasi, ja, Frauen im Mittelalter sind Hausfrauen und bla bla bla. Und, wirklich, und ich bin echt so... Aber das habe ich gar nicht gelesen. Und es beweist ja schon, ja, es beweist ja schon deine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Thema, wenn du in deiner ganzen pseudo-edukativen Database und alle historisch Themen akkurat hast, nein, ja, du hast Thema Frauen, anstatt dass irgendwie vielleicht, ja, Frauen könnten wie ein Teil von Film ausmachen. Ja, weil und, die vielleicht und, dort auch irgendwie... Nein, und vor allem, ja, also dort hat es übrigens, wenn sich jemand für Kingdom Come Deliverance noch mehr interessiert, dort hat das SRF Digital hat einen super Podcast gemacht zu dem Thema, wo sie mit einer Historikerin geredet haben, wo das konkret anspricht, dass die Devs sich dort wirklich auf einen mega revisionistischen, ja, Historiker bezogen haben. Also, ja, dort gibt es wirklich... Die haben sehr wohl... Das bewusst gemacht, ja, das mit dem... Aber auf eine Art, ja, ist das wie ein anderes Thema, ja, aber, ja, das ist, aber ich, ich finde das einmal wieder spannend, wenn es irgendwie Frauen... Genau, das geht wieder in Sexismus rein. Wenn es, ja, in Militärgames Frauen gibt, dann kommt man dann plötzlich mit... Aber das ist nicht akkurat. Im Zweiten Weltkrieg, ja, ja, hat es keine Frauen an der Front. Escape from Tarkov oder so. Das ist das ich wollte gamen, da habe ich gesagt, hey, hast du schon mal gegeben? Ja, nein, schau mal den Artikel. Und dann hat es gerade verdorben. Dort wollen sie keine Sexist Frauen drin haben, weil, ja, ja, das ist schwierig zu animieren. Ja, die Modelle, sie haben jetzt schon alle Modelle auf Männer und so, wir müssen jetzt alles umprogrammieren, wenn wir also so Frauen-Modell. Also wie laufen die um alle so irgendwie, ja, so mega buff so? Was? Ja, 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 und, ja, weißt, also, du müsstest dann alle Texturen so anpassen. Ja, ja, klar. Was habe ich echt am Rücken? Das Ding ist ja, ja klar, es ist ein Mehraufwand, wenn du willst, zwischen Geschlechtern unterscheiden in Animationen etc. oder wenn du willst männliche und weibliche Models machen. Ja. So. Aber das Ding ist halt einfach, du zeigst offensichtlich deine, ja, Prioritäten, ja, wenn du klar sagst, also das ist nicht einfach etwas, was passiert, was so, oh, jetzt noch Frauen, hm, sondern, ja, das ist, ja, offensichtlich, genau, etwas, was von Anfang an keine Priorität, weil, ja, wenn ich ein Spiel machen würde, ich habe noch nie ein Spiel gemacht mit menschlichen Hauptcharakteren, aber wenn ich eins machen würde, dann wäre für mich von Anfang an klar, Menschen kommen in verschiedenen Formen und Farben. Ja. Und, nein, es gibt und zwei. Du kannst die Wahl haben, außer du schreibst, außer die Story erfordert, dass unbedingt dein Charakter, ja, Frau, Mann, also oder was ich, auch immer ich ist. Ich habe persönlich sehr gerne Geschichten, die einen fixen Charakter haben, aber, ja, dann heisst das nicht... Dass du nicht wahr, also dass du irgendwie. Dann hat es immer andere Characters, oder? Dann hat es immer andere, ja, genau, Characters. Dobby Why, The Last Man, ist okay, wenn es nur ein Mann hat. auch das gibt es, ja, ja. Manchmal sind Männer okay. Nein, aber das wirklich, das mit, es ist nicht akkurat, aber nebendran irgendwie kannst du Raketen werfen und die Leute spicken. Nein, und vor allem, es ist auch nicht immer alles toll, was akkurat ist. Also klar kann man jetzt sagen, oh, wir wollen jetzt ein bisschen die Geschichte erzählen, wie das früher war und so. Aber als Game-Entwickler kann ich ziemlich bestimmt sagen, akkurat ist nicht zwingend sehr spassig. Yeah. Also, und was noch dazu kommt, ist, dass die Vorstellung von was ist akkurat, gerade wenn es um Sachen geht, die weiter zurück in der Geschichte sind, unsere ganze Vorstellung von Geschichte und von was wann war und von wer wann was gemacht hat, ist komplett gefiltert durch mehrere hundert Jahre von «Es erzählen nur weisse Männer, was läuft». Ja, und das darfst du auch nicht unterschätzen. Das ist, also, wenn das jemand interessiert,
Es gibt einen mega guten Artikel von der Cameron Hurley, das ist eine Sci-Fi-Fantasy-Autorin, die heißt «We have always fought», wo es um Frauen in, also um Frauenrollen geht und was wir immer das Gefühl haben, was uns erzählt wird und alles so Zeugs wie, dass bei archäologischen Ausgrabungen wird das Grab gefunden und es hat ein Schwert drin und es wird das Grab gefunden und es hat Schmuck drin, da geht man davon aus, das ist ein Mann, das ist eine Frau. Yeah. Dann erst, was das Skelett genauer untersucht worden ist, merkt man, ah nein, das ist genau. Umgekehrt war, ja, oder? Ja. Und sowieso, dass unsere Vorstellung von was historically accurate ist, ist auch noch ist so gefärbt, oder? Der Sieger schreibt Geschichte, oder? Ja. Das hat genau. Der Orwell schon gesagt. Ja, mega. Und dann ist der Sieger halt der weiße Cis-Ma, so quasi, oder? Genau. Und dann jetzt sind es die weißen Game-Entwickler, die männlichen. Ja. Nein, aber genau. Also ich glaube, genau, wir werden da jetzt keine Lösung finden, aber es ist sicher so, es liegt an jedem einfach, dass er eben halt ein bisschen offener durch das Ganze geht und eben vielleicht halt auch mal irgendwie etwas sagt, wenn er irgendwie sieht, dass da ein Scheiß drin ist. Und dass es eben vielleicht wirklich auch, wenn es jetzt nur schon um Diversität in den Games geht, eben so als Konsument kann man halt einfach, man meldet sich ja sonst bei allem zu Wort, kann man ja auch mal sagen, hey, wäre auch mal lässig, wenn es da irgendwie mehr als nur ein paar Weiße gibt oder irgendwie eben vielleicht mal eine Frage und irgendwie und nicht immer gemotzt, wenn es mal eine gibt, oder? Ja, oder auch, dass man halt also auch positives Engagement zeigen ist grundsätzlich eine gute, etwas Gutes, um sich angewöhnen, dass man einmal sagt, das habe ich jetzt gut gefunden und nicht nur Kommentar hinterlässt, wenn man sich beklagt. Also das ist aber ein Internetproblem, das mit Lob wird zurückhaltend umgegangen, aber sobald einem etwas nicht passt, wird aus allen Ruhe geschossen. Genau. Und eben, also was ich nochmal darauf zurückkomme, ist eben, dass du kannst nicht einfach, gerade im Gaming-Bereich, du kannst nicht einfach irgendetwas anfangen und denken, du gehst auf das Problem ein, wenn es aufkommt. Ja, weil das Problem von Sexismus, Rassismus und Diskriminierung von Minderheiten, das wird früher oder später wird relevant in jeder Community. Mhm. Und du musst darauf gewappnet sein, dass du den Scheiß einfach im Keim erstickst, wenn du willst, dass du eine gute Community aufbaust. Ja. Ich mache jetzt eine Anekdote. Ich bin in irgendeinem Game Dev Discord Server beitreten, wo ausnahmsweise mal etwas war, also Schweizer Game Dev, wo halt ausnahmsweise mal nicht von Freunden von mir war. Und ich bin irgendwie nach kurzer Zeit dort halt so einfach angehauen, so eine klassische so Slides into DMs Situation. Das habe ich auch schon gehabt. Ich bin im öffentlichen Raum, sie haben mich vorgestellt, professionell, und gesagt, ja, ich mache das und das und das. Und dann kommt irgendwann ein DM so, und? Zuckst du so? Oh. Und ich dann wie so, ich bin am Arbeiten, hast du eine konkrete Frage? Oder ja, willst du irgendetwas wissen? Ist irgendetwas, oder? Kenne ich dich? Und dann so, nein, ich will einfach ein bisschen plaudern, oder? Und dann, das ist dann kann ich übrigens noch, stimmt, das ist mir zuerst gerade noch, ich kann übrigens noch weiterziehen, weil dann habe ich gesagt, hey, sorry, ich bin auf dem Server zum professionell verbunden bleiben, ich bin nicht, wenn du irgendeine Off-Topic-Diskussion hast, dann mach die bitte auf dem Server, vielleicht melde ich mich zu Wort, vielleicht nicht. Mhm. Habe ich keine Zeit dafür. Ja. Und es ist auch wirklich, ich bin am Arbeiten bin so ein bisschen, was kommt da, oder? Und nachher habe ich wie eure Kollegin gehört, dass der Typ nach einem anderen Schweizer Game Dev, wo das hat er natürlich nicht gewusst, der Freund von meiner guten Kollegin war, hat der irgendwie gesagt so, hey, was ist das für eine? Die ist mega, mega unanständig, mega rude, weißt du? Und so. Und voll, also knallhart mich anschwärzen bei mir gegangen, bei jemand anderem. Und der hat jetzt easy verloren, weil in der Schweizer Game-Industrie kennen mich sehr viele Leute und wissen, habe ich jetzt wie nichts zu verlieren gehabt. Also, wieso? Alte. Und wie gesagt, es war einfach so, weil er irgendwie gefunden hat, er geht jetzt mal ein bisschen mit mir plaudern und er will ja gar nicht böse. Das ist ja gar nicht, aber dann wird so fucking offended sein. Aber sie hat doch Brüste. Ja, aber es ist dann auch, weißt du, ich meine, würde das irgendein Dude dort auf dem Game Dev Server schreiben, hey, was zockst du? Nee. Ja, du hast irgendeinen Server mit 300 Nassen drauf und du wählst einfach irgendeinen aus, wo einfach halt gerade, wenn so nicht online ist und fängst so, hey, willst du nicht mit mir kommen, PUBG spielen? Also, weißt, aber selbst wenn er das macht, dann muss er ein fucking Nein akzeptieren, oder? Ja, und dann muss er ein Nein akzeptieren, dann ist ja alles gut. Und dann muss er auch nicht da irgendwie hin und sagen, ja, eben, ja, oder? Es ist einfach mega rude und so. Ja, wirklich. Genau, es ist, okay. Genau, und das ist ja jetzt wie so im kleinen, harmlosen Bereich. Und dann muss man sich ja nicht fragen, warum es kann, auf grösserer Ebene, wenn man der Chef ist und die in der gleichen Firma, ja, dass man es dann halt ja, genau, so, oder?
oder ist es irgendein Stickpick, der drin flattert und so? Und dann nachher, also weißt du so, also ja, das ist, kann ich von x Frauen, nicht im Game-Dev-Bereich, sondern einfach fast ja, jede Frau ist irgendwie schon, kann so eine Story erzählen, wo sie in was für Community auch immer Sex, oder ich meine Tinder sowieso, aber auch, wo irgendwie dann über Facebook plötzlich einfach mal ein Pimmel drin landet. Und das ist einfach nicht okay, oder? Also, oder blöd angemacht wird und so. Ja, und eben, das ist wie so. Das, eben das Beispiel, das wir jetzt erzählt haben, so, ja klar, ist das harmlos. Das hat mich irgendwie, ich habe mich so kurz darüber genervt, dass der das nach einer anderen erzählt hat. Das hat jetzt für mich überhaupt keine Konsequenzen gehabt, weil das dummerweise ein Kollege von mir geschrieben gegangen ist. Oder? Aber weißt, ich habe keine Geschichte, oder? Ja. Also ich schon. Also, ich glaube, das ist schon so eine, einfach ja, als Frau in ihrer Gaming-Community kommt das, glaube ich, vor. Kommt das einfach vor? Ja. Das sind die Storys. Also ist das einfach, wenn du angefragt wirst von Wildfremden für ein Spiel, ist das wie ein Stickpick? Ja. Wenn wir da die Parallelen ziehen. Ja, um die Parallelen zu ziehen. Es ist halt meistens ein bisschen freiwillig dort. Also das, ja, und auch, also ich habe das eine Zeit lang, ich habe das vor einer Weile mal umgefragt, es gibt mehrere so grosse Facebook-Gruppen für also Indie-Game-Developers, wo irgendwie halt wirklich mehrere 10'000 Leute drin sind, wo ich halt ab und zu Zeug share gehe, wenn ich explizit etwas promoten will. Ja. Also wir haben das für unsere Air Console Game Dev Contest oder so. Oder wenn ich irgendwie, ja, wenn ich etwas promote, dann gehe ich in die Gruppen rein. Oder ich mache das mit meinem Facebook-Profil, wo ich halt logischerweise ein Foto von mir habe und meinen Namen. Und mir ist einfach irgendwann mal. Ich habe das immer so. Ja, gut, dann gehst du in eine riesige Gruppe rein, dann hast du ein paar Kommentare und ein paar DMs nachher und ein paar Freundschaftsanfragen. Ist irgendwie easy oder ja, passiert halt. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, passiert das eigentlich wirklich? Und dann habe ich mal umgefragt unter Game Dev-Kollegen und so. Du sag dir mal, wenn ihr in so eine grosse Game Dev Gruppe postet, habt ihr nachher eine 20 Freundschaftsanfragen von Randos? Also, nein. nein, das passiert uns nicht. Wieso? Das ist ja so. Das ist für mich kein. Das ist jetzt nicht für mich so ein, oh Gott, Sexismus ist so schlimm, ich bekomme Freundschaftsanfragen. Nein, sondern, aber es ist einfach so, du promotest Zeug, das ist vielleicht sogar dein Netzwerk, das erweitert ist, oder? Ja, aber es ist ja, noch krass, ja, wenn es dann einfach bei Typen natürlich ja, nicht so ist. Auf meiner persönlichen Facebook-Page nehme ich keine Freundschaftsanfragen an von Leuten, die ich nicht weiss. Kennst. Ja, ja, sorry, aber, ja, Logo. Aber gut, da gibt es auch Leute, die das anders verwenden. Das ist ja. Aber es ist wie so, eben, dass dann halt, ja, du, es ist halt immer ein gewisses sich exponieren als Frau in eine anonyme Game-Dev-Szene gehen, weil du eben halt schnell viel Aufmerksamkeit auf dir hast und das kann schnell schief gehen oder das kann schnell unangenehm werden. Und, also ja, ich bin definitiv auch schon weird angemacht worden nach so einem Facebook-Post. Mhm. Nicht mega schlimm oder so, aber einfach. Aber es zeigt einfach die Ungleichheit, oder? Es kumuliert sich halt nicht einfach. Ja. Und du bist ja aber dann auch wieder auf, also kann ich mir jetzt noch vorstellen, blöd gesagt, eigentlich schon wie so drauf gefasst und weißt dann so, okay, jetzt poste ich rein und dann können wir da drei Randos nach und eine, also ja. Ja, und also bei mir ist das also, wenn ich eine Nachricht bekomme auf irgendeinem Social Network, wo einfach jemand sagt, hey, wie geht's, was machst du, dann läuten bei mir alle Alarmglocken. Ja, logisch. Also ich weiß nicht, ob das bei anderen ist. Aber ich gebe gar keine Antwort, solange das niemand nicht schreibt. Also, wenn du schreibst, was du willst und quasi sagst so, hey, ich habe die Post da und da gesehen, ich habe die und die Frage, oder, genau. Eine normale Konversation, genau, so wie Kommunikation funktioniert zwischen normalen Menschen, oder? So wie du geschäftlich halt ein Mail schreibst und sagst so, hallo, musst du gerade sehr geehrte Frau, aber so, nein, ja, es schreibt dir auch niemand ein Geschäftsmail so, hey. Und dann sagst du, hey, was? also ja, bitte sag doch einfach, was du willst und sonst gebe ich einfach keine Antwort. Ja. Ich meine, ich bin auch nicht nachher fragen, hey, was? Oder? Ja, absolut. Nein, das ist wirklich, da muss sich jeder seine eigene Nase nehmen. Das bin ich überzeugt, das gibt es der Firma garantiert auch. Es sind etwa 1200 Mitarbeiter mit Teamchat und so, gibt es garantiert. Oh. Und einfach mal, kannst du einfach mal die Leute anchatten. Oder? Und ich glaube, viele sind sich einfach nicht bewusst, dass es einfach nicht angebracht ist. Was du nicht kennst. Also das oder, auch weird, oder auch wie das ankommt, oder? Ja, vor allem. Also. Weißt, wir sollen nicht, eben jetzt das, ich meine, wie gesagt, Flirten soll nicht verboten sein, aber einfach, hey, ja, was denn, überlegt euch doch einfach mal, wie das ankommt. Flirten ist eine Kommunikation, oder? Also weißt, Flirten hat zwei Leute und du stellst Fragen und Antworten und oder so, weißt du? Also weißt, das ist ja. Ja, glaub, also selbst wenn ich zum Flirten neu mit werde, wäre ich nicht beeindruckt von einfach einem
Hey. Aber es ist wirklich ein mega schöner Mann, der jetzt nein. Aber vielleicht an einem GIF. Ja. Das wäre erstmal ein Stick-GIF. Stick-GIF. Hey, next level. Oh, 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 das nein, ich kann bitte in meine Augen. Das gibt es schon. Also, es gibt doch das GIF, wo so eine Frau ist und es gibt so ganz viele Wiener Lied ja, ja. Ja, das ist super. Also, wenn das einfach Hey und das GIF, dann, das GIF, dann ist das weiss, was gestellt hat. Dann weiss man das. Flirting level over 9000. Aubergine-Emoji und Pfirsich-Emoji ist ja dann auch immer so gut. Yeah. Ja, ich glaube, wir könnten da noch ewig darüber diskutieren. Ich glaube, genau. Ja, aber ich glaube, wenn wir so ein bisschen zusammenfassen, also nicht mal irgendwie zusammenfassen, ich habe es wirklich, es ist eine super spannende Diskussion jetzt und vor allem, weil, ja. Nein, genau, das ist, es ist eine endlose Diskussion. Es ist endlose, wichtig, dass man sie führt. Ja. Eben, ich hoffe, dass sich der eine oder andere jetzt vielleicht wieder mal irgendwelche mehr Gedanken macht. Oder auch eben, wenn, weißt du, Sex irgendwie, wenn er genau im Voice-Chat ist und man kann schon mal einem sagen, hey, hör mal die Schnorren da mit den anderen Leuten anschnauzen. Oder ich meine, ich mute dann einfach immer alles. Aber wie gesagt, das ist natürlich auch noch so etwas, oder? Wenn du jetzt eben wenn du sagst, ja, wenn Leute Arschlöcher sind zu dir, dann mute doch einfach. Das tut halt auch den ganzen Handlungsdruck auf die Person, die betroffen ist, oder? Also aufs Opfer. Ja. Nein, der Voice hat ein schlechtes Thema. Schon seit Jahren habe ich das gemutet, weil einfach, ich finde es halt nur Idioten. Ja. Aber genau, nein, trotzdem, aber wirklich sind offen. Überlegt euch, was ihr euch die Welt schickt und wie ihr auf euch andere Leute reagiert. Tabea und Alice, danke fürs Mitmachen. Wo findet man euch im Internet? Und, für das man kann Hey schreiben. Ich habe nicht gedacht, soll ich euch jetzt eine Facebook-Anfrage machen? Hey schreiben. Also, mich findet man auf Twitter unter @malistafirenze und man kann meine Rössli-Game-Artikel lesen auf themainquest.com, man kann meine Spiele spielen auf airconsole.com oder über meine persönlichen Projekte etwas lernen auf alisrupert.ch und wenn man mit mir über Rössli-Games reden, dann antworte ich auch auf die. Ja, bei mir, also ich bin eigentlich auch sehr auf Twitter aktiv, @elisaitabe und sonst, man kann mein neuestes Spiel spielen auf ava-game.com. Ja, und eben bei mir ist es ähnlich, wenn es irgendwie um Themen geht, wo mit deinen Games zu tun haben. Ja, wo mit meinen Games zu tun haben oder mit Sachen, wo ich mich öffentlich darüber geäußert habe. Zum Beispiel, hey. jetzt bist du gefangen. Wenn immer uns jemand hey, was machst du eigentlich, schreibst du so, nein, weißt du, ist eine Referenz. Ja, das ist der von dem Podcast. Kann man das dir. Deine Firma ist Stardust. Genau, ja. Sehr gut, dein Studio. Alles klar, und genau, uns findet man auf der Webseite Digitech oder auf galaxus.ch genau. Und Twitter könnt ihr uns auch folgen. Das haben wir schon. Ich schaue einfach nie rein, aber es ist. Das stimmt. nein, dann genau, danke fürs Zuhören und danke fürs Mitmachen und ciao miteinander. Tschüss. Danke, tschüss zusammen.